Oh nee. Oh nee. Ja. Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Freitagnachmittag und natürlich Zeit zum Ohne-Gucken habt ihr jetzt. Ich habe heute wieder so viel Programm. Mir raucht schon ein bisschen der Schädel von der Vorbereitungszeit, weil wie ihr seht, haben wir heute einiges vor. Ich weiß, ihr freut euch sehr auf dieses Thema und ich freue mich auch ganz besonders auf meine tollen Gäste, die ich heute habe. Ich fange ausnahmsweise mit dem Mann an, weil du stehst jetzt direkt zu meiner Seite. Holger, ich freue mich, dass du da bist. Ganz mich toll. Mich freut es auch, dass ich wieder hier sein darf. Super. Also, du bringst wieder ein ganz spannendes Thema mit. Und mit viel wie gesagt, Sonderthemen. Mit viel Sonderthemen. Und ach, ich weiß, es wird hart werden mit den 90 Minuten. Die Aurelia ist da, unsere Plotterfee, mitgebracht von dir, lieber Holger. Ja. Ich freue mich total, dass du da bist. Du hast mir gerade in der Vorbereitung schon so viele Infos gegeben, dass ich dachte, ich hole einen Zettel. Ich habe dann nach 3 Sätzen aufgehört und habe gesagt, ach, vergiss es doch einfach. Sie wird mich da gleich schon durchschleusen durch das Thema. Und ich habe 2 ganz bezaubernde neue Gäste an meiner Seite, die sich angemeldet haben über unsere Homepage, nämlich die Marion und die liebe Susanne. Freue mich, dass ihr beiden da seid. Herzlich willkommen bei Uni. Vielen Dank. So, wir haben heute ein ganz tolles Thema, nämlich Plotten und Sticken. Stickplotten, Plotsticken, wie auch immer. Plus Nähen. Also es wird ein riesen Wust an Infos gleich geben. Und ich werde mich sputen, dadurch zu tauchen mit euch. Den Chat fleißig befeuern. Der Martin, der ist wirklich heute, muss er aufpassen und alle Fragen aufschreiben, sagen, Britta, stopp, Fragen stellen. Also ihr habt jetzt die Gelegenheit, live und in dieser Sendung mit den beiden wunderbaren Menschen direkt die Infos aus der ersten Hand zu bekommen. Okay, damit es irgendwie weitergeht und stecke ich euch beide schon mal an eure Plätze zurück, damit ihr schon mal ein bisschen weiternäht, damit wir gleich ein paar Ergebnisse von dem sehen, was ihr so vorbereitet habt. In der Zeit bleibst du nämlich bei mir und wir verlosen in der Sendung natürlich wieder ganz viel. Nämlich, ihr hattet was zu tun oder war das falsch? Nein, alles gut. Ich nehme das nur mit. Weil sonst habe ich nichts zu tun. Ich möchte, dass was fertig wird heute. Ich setze auf euch. Ich setze auf euch, Mädels. Wir bemühen uns. Wir geben alles. Also, sonst, egal. Jetzt treffen wir uns nur noch zum Quatschen hier und nicht mehr zum Nähen. Nein, das wollen wir natürlich nicht machen. Also, Holgers Experiment. Deine Leidenschaft, Sticken 4.0. Ja. Erzähl was dazu. Das ist noch warm, was ich hier in den Händen halte. Ja, das ist gestern Abend vorab als Druck gekommen, damit ich es hier zeigen kann, damit ihr schon mal einen Eindruck bekommt. Ab Montag wird es geliefert. Mhm. Das heißt also, Nummer 3 ist da. Wir arbeiten auch schon an Nummer 4 und hoffen auch viel Input von den Leuten, dass wir einfach wissen, was wollen sie alles, damit wir auch da ein bisschen drauf eingehen können. Und damit das für die Leute ja schon interessant wird, machen wir natürlich unsere berühmten Verlosungen. Super, wir verlosen nämlich, du hast verlost. Wir verlosen in der Sendung, im Chat, also fleißig gleich dabei bleiben und schreiben, 2x3 ganz brandneue, ganz heiße Sticken 4.0 Sonderausgaben von dir, das dritte Heft jetzt. Das dritte Heft ist es. Genau, das wird im Chat verlost und dann hast du noch was ganz Tolles mitgebracht. Ja, dann haben wir hier so ein wunderbares Paket, das gehört alles dazu. Das stell mal hier drauf. Und dann warte, ich weiß nicht, Aurelia, brauchen wir diese Schnipsel hier noch? Nein, das, wir haben keinen Müll. Das ist Müll? Okay. Schmeiß auf den Boden, das Schöne ist bei, oh nee, werf hin. Super, gut, hervorragend. Okay, also wir haben hier für jemanden, der ganz stickbegeistert ist, einmal das Buch Stickmotive, wie man die selber erstellt, mit einer Widmung der Autorin. Ehrlich? Ja. Wow, vielen Dank. Dann haben wir hier einfach ein paar Journale, dass man einfach mal ein bisschen Einblick bekommt und natürlich hier unseren prümen Brotkasten. Prim. Ich muss dich jetzt sofort verbessern, aber ich sage auch immer noch früh, bis es schreckt. Mit ganz viel Sachen drin, mit Textilkleber, mit Maßbändern, mit Stiften. Dann haben wir in einer nächsten Lage haben wir dann ein bisschen was reingemacht. Fingerhut, Schneiderkreide, also eigentlich alles, was man so braucht. So ein kleines Grundpaket richtig. In Brotform. Und dann natürlich, was man immer braucht, einen Rollschneider. Auch? Ja. Cool. Und, weil den braucht man nämlich auch, wenn man zum Sticken Sachen vorschneiden möchte. Da geht das nämlich auch wunderbar. Ja. Und dazu auch noch ein paar Gewichte, damit man das auch entsprechend beschweren kann. Das ist dann unser Haupt
Preis am Ende. Ja, relativ am Ende. Da müsst ihr dann anrufen, meine Lieben. Also wir haben mehrere Sachen. Fürs rote Telefon, deswegen auch einen roten Faden dabei. Der rote Faden fürs rote Telefon, richtig. Super. Und ein paar Journale, Magazine und Stickmotive selbst erstellt. Genau. Super, also wir haben ganz tolle Gewinne. Bleibt dran. Wir versuchen jetzt gleich im Laufe der Zeit hier so durchzuschleusen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Aber ich glaube schon, ne? Ja. Und dann haben wir natürlich noch on the top etwas. Das machen wir aber dann ein bisschen später. Das machen wir später. Zum Schluss. Also ganz zum Schluss gibt es noch ein Bonbon, meine Lieben. Und ein etwas ganz exklusiv einmaliges. Genau, und deswegen immer schön bis zum Schluss dranbleiben, aber das verraten wir noch nicht. Ein bisschen Spannung soll ja sein. So, wir räumen das Bügelbrett, machen wir jetzt frei. Ich versuche mich an meinen Spickzettel hier zu halten, aber ich hoffe, der Jan in meinem Ohr wird mir die Zeiten ins Ohr flüstern und dann machen wir das einfach. Und ich gehe mal schon zu den Damen mit der Stickerei. Genau, also wir haben heute folgenden Ablauf hier vor, weil wir so ein richtig großes, fettes Thema haben. Der Holger, der beschäftigt sich jetzt gleich mit unseren beiden netten Damen und die bereiten schon mal das vor, was du eigentlich auch vorbereitet hast. Stopp, wir haben kein Beispiel davon da, ne? Du bleibst hier stehen. Doch, hier. Hast du? Ah ja, aber kein fertiges. Moment. Nein, kein fertiges. Bleib stehen, beweg dich nicht, ich flitze und komme sofort wieder zurückgeflitzt. Will ich hoffen. Ja, ich nehme den hier. Wir nehmen zwei verschiedene, ne, wir nehmen den hier. So, jetzt geht's los. Okay. Die Aurelia, die Plotterfee, hat nämlich was, du kannst das selber sagen, du kannst es viel besser als ich. Also fang mal an, was hast du für die beiden Mädels hier vorbereitet? Wir wollen heute Säckchen nähen. Ja, entweder wir lassen den liegen oder ich halte den so. Genau, halten fest. Und ich habe den Zuschnitt vorbereitet und habe ein paar Bäumchen vorbereitet, die entweder in Glitzerform, die wir nachher sehen, wenn sie fertig sind, oder auch mit so einer Schmelzklebefolie aufgebügelt werden. Mhm. Je nachdem, wie kreativ die Damen das möchten, können sie das entweder als Stickmotiv noch umranden. Das wäre dann diese Variante? Das wäre diese Variante, genau. Mhm. Oder man kann das natürlich auch mit einem Applikationsstich oder einem engen Zickzackstich einfach um die Tannenbäumchen nähen. Man kann diese Schriften als Schriftzug, gestickt vom Holger dann oder an der Maschine vom Holger, einen weihnachtlichen Schriftzug hinzufügen. Man kann Zierstiche hinzufügen. Kreativität ohne Grenzen. Also da ist schon mal alles soweit möglich, was man machen kann. Das findet man auch in der tollen Zeitschrift wieder. Weißt du die Seite? Ganz hinten. Ganz hinten? Wieso bist du, hast du sie bis nach vorne geschafft? Wieso bist du ganz last hinten? But not least. Ach so, du arbeitest dich langsam so von hinten nach vorne vor, vielleicht, meinst du? Ja. Na, wollen wir doch mal gucken, ob die Sendung heute hilft. Okay, das heißt, du hast da genau diese Sache, die wir hier machen, jetzt für die heutige Sendung mitgenommen. Als genau, Thema. Ich habe das mitgenommen vom Holger, weil wir gesagt haben, das ist eigentlich ein weihnachtliches Thema. Ja. Und die Säckchen sind natürlich schon viel früher entstanden. Mhm. Und dieses, hier drin ist eine Anleitung zum Bearbeiten in der Software, die es für den Plotter gibt. Da aber ich denke, da kommen wir nachher zu. Also hier ist nochmal alles drin, ganz ausführlich in dieser wunderbaren Zeitschrift. Genau. Aber wir werden uns da heute auch rantasten. Jawohl. Das ist unser Thema. Stück für Stück. Genau, das ist unser Thema, meine Lieben. Und das werden die Damen da hinten nähen. Und sie machen schon fleißig Krach. Und wir müssen heute lauter sprechen, weil ihr hört das jetzt ja hoffentlich nicht ganz so doll, dass wir auch dagegen ankommen. Wir fangen jetzt, ganz kurz, herzlichen Glückwunsch, mein ganzes Team ist vollzählig. Martin, danke für die tolle Bewertung. Sobald im Chat was ist, musst du heute gucken. Okay, Martin macht so, heißt der Chat läuft noch. Gut, wir gehen jetzt zum Plotten über. Das heißt, wir werden jetzt ganz exklusiv uns an den Tisch begeben und ich werde Fragen stellen. Fragen, Fragen, Fragen. So, das machen wir jetzt mal. Das lassen wir hier. Und wenn ihr Fragen habt, stellt ihr die natürlich auch. Aber jetzt bin ich erstmal dran. Wo möchtest du sitzen? Hier, ne? Ich bleib hier. Wunderbar. Mhm. Dann komme ich an deine Seite, liebe Aurelia. Und dann geht's mal los. Ja, also Thema Plotter. Mit Plotter kann man natürlich ganz viel machen. Ist auch schon viel in aller Munde. Wird immer mehr gefragt. Bekannt ist er, denke ich mal, aus dem Bereich Scrapbooking. Ich habe einfach mal ein paar Muster mitgebracht. Was ist Scrapbooking? So, jetzt fängst du schon an. Also ich bin jetzt jemand, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich meine, ich kann mir vorstellen, was ein Plotter so im Groben tut, aber bezogen auf die Bekleidung ist das jetzt natürlich schon noch was anderes. Also Scrap, was? Booking? Scrapbooking sind die Leute, die eigentlich nur mit Papier arbeiten, die Alben verschönern. Ah, das kenne ich auch. Genau, sagst du. Kennst das kenne ich, aber den Begriff kannte ich nicht. Okay, also wir heute nicht Papier, genau, wir heute Bekleidung. So, jetzt machen wir eben schon mal einmal so, ne, für die Kamera. Ja. Einmal das bitte in Großaufnahme. Ein das ist Motiv. Drin in der Ausgabe 3 vom Holger. Also das ist erstmal hier sitzt es im Studio, aber das Motiv ist drin. Also, ne, genau. Die Aurelia ist da. Okay. Ich bleib hier. Du bleibst hier. Okay.
Also, los geht's. Was man schneiden kann mit dem Plotter, ist natürlich dann angefangen vom Papier über Filz, über Kork, über Leder, über Plastik, über Folie, alles Mögliche. Ja. Schau einfach mal selber durch und da wirst du schon irritiert sein, wie dick manche Materialien sind. Ne? Auf jeden Fall. Also hier habe ich ja mal locker 2-3 Millimeter. Ja. Ne? Der neue Plotter von Brasser, der schneidet bis 3 Millimeter. Ja. Und alles butterzart. Alles butterzart. Also hier ist auch Leder bei. Ja, auch hauchfeines Papier. Und auch dünne. Ach, ich muss den Timer starten. Ich sag mir gerade, dass der Mann im Ohr. Der Timer läuft. Ich dachte, ich könnte noch ein paar Minuten rausholen. Verdammt. Ich habe alles gegeben, Mädels. So. Jetzt geht's schon los. Ja. Ja, nee, ich brauche aber. Bevor ihr direkt weiter ins Detail geht, sagt ihr erstmal, was für Maschinen haben wir denn da genau? Ja, das machen wir sofort. Nein, jetzt. Also, wir fangen jetzt mit den Maschinchen an. Also, wir können mit diesen Geräten, die wir jetzt hier haben, oder mit dem neuesten, das alles bewerkstelligen. Genau, das sind alles Sachen, die man mit Schneideplottern machen kann. So, okay, dann fangen wir jetzt mal an. Du hast uns zwei mitgebracht. Ja. Nämlich einmal diesen von Brother und den anderen von Brother. Genau. Jetzt klär mich auf. Du darfst gerne näher kommen. Möchte ich gar nicht so näher dahin. Du kannst dich auch hier an die Seite stellen, liebe Marion. Dann bist du näher bei uns. Wenn du nicht nähen möchtest, sondern Erklärung haben willst, immer dabei sein. Super. Wir fangen an. Das ist der CM900 von Brasser. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, ein etwas älteres Modell, weil... Ja, aber wir kommen alle in die Jahre. Genau, der wir war kommen vor alle dem. In die Jahre. Der war vor so. Dem, ja. Mhm. Und in meinen Augen ein ganz toller Plotter. Es ist mein eigener, ich liebe ihn. Ja, mhm. Damit hast du angefangen. Damit habe ich angefangen. Damit bist du süchtig geworden. Süchtig ist der richtige Begriff. Ja, du sagst, bei dem Vorgespräch war das eindeutig zu erkennen, dass hier nichts zu wollen ist, weil nein, die Aurelia ist... Ich lebe das. So, genau. Ja, genau. Das kann ich gar nicht besser ausdrücken. Okay, gut. Und Unterschiede zwischen den beiden ist eigentlich, zum einen ist es der Preis. Also das hier ist der neue Plotter, der DC-1200. Ja. DX-1200 heißt er, Entschuldigung. Und der hat im Gegensatz zu dem alten Plotter was ganz Tolles, nämlich der hat ein Automatikmesser und das ist wohl auch eine Weltneuheit auf dem Markt. Okay. Man braucht die Messertiefe gar nicht mehr einstellen, das läuft alles von alleine. Du bist jetzt schon an der Erklärung drin, du gehst jetzt schon in die Eingeweide praktisch. Dieser Plotter ist auch noch am Markt? Auf jeden Fall, der bleibt auch sicherlich noch am Markt. Okay, das heißt, was muss ich da ausgeben, um da einzusteigen? Für den Plotter 500 Euro in etwa und für den hier 650 Euro. Mhm. Das ist eine Differenz von 150 Euro. Kann man sich überlegen, ob man das ausgeben muss oder nicht. Aber wenn man bedenkt, der hier hat alleine schon 200 Muster mehr drin. Wir können nachher mal kurz ein bisschen durch die Muster gehen. Ja. Und wenn ich jetzt überlege, mehr als 200 Muster, das heißt, mich würde ein Muster nicht mal 1 Euro kosten. Dann bist du schon gut dabei. Dann bin ich schon drüber. Okay. Aber das Automatikmesser ist eigentlich der Hammer und auch die, man hört ihn nicht. Okay, das ist auch gut. Das hören wir gleich. Wir hören das gleich. Also wir fangen jetzt erstmal an. Plotter. Ein Plotter macht was? Ein Plotter schneidet und ein Scan & Cut, was die ja beide sind, scannt und schneidet. Okay. Das heißt, das sind die einzigen Plotter auf dem Markt, die Möglichkeit haben, etwas einzuscannen und direkt zu schneiden oder etwas einzuscannen und das auf einen USB-Stick zu speichern oder im Gerät zu speichern. Oder einfach auch nur mal meinen Arztbrief zu speichern als Scan. Also ist der einzige Plotter mit Scanner. Okay, also es sind beides Geräte, die beides können. Wunderbar, das ist schon mal ein Vorteil. Gut, jetzt hast du gesagt, hier drin befindet sich was. Plotten ist für mich erstmal Drucken. Und wenn du sagst, er schneidet, ist es für mich eigentlich ein Cutter. Deswegen bin ich immer verwirrt, was diese Bezeichnung angeht. Für mich ist es eher ein Elektro-Cutter in diesem Augenblick als ein Elektro-Plotter. Ist korrekt. Ganz ehrlich. Die Bezeichnung wäre korrekt, Die Bezeichnung verwirrt mich jetzt persönlich total. Aber du müsstest dann sagen, es ist ein Elektro-Plotter, Cutter, Scanner. So. Also ich glaube, wir einigen uns auf ein Wort. Wir einigen uns auf ein Wort und da alle mit Plotten klarkommen, nur ich nicht, bleiben wir beim Plotten. Liebe Firma Brother, du brauchst dich auch jetzt nicht hier. Keiner muss sich umdenken. Also keiner. Nicht wegen mir. Gut, also dieses Gerät kann das jetzt. Was ist jetzt da vorne drin in diesem Teilchen? Da ist jetzt ein normales Messer drin, das schneidet. Ja. Das kann man ganz einfach auch ersetzen durch einen... Durch einen Stift, genau. Ja. Es gibt einen kleinen Stiftebehälter. Da kann man einfach einen Stift einsetzen. Die sind dabei bei der Maschine. Ja, langsam. Und kann den Deckel auch aufbewahren. Eine ganz einfache Sache, ich zeig's dir. Ja. Hebel hoch, Messer raus, Stift rein, runter. Und das war schon alles, was man an Technik können muss. Und dann wird er jetzt, in grün wird er jetzt dann praktisch darum jetzt zeichnen, wird er zeichnen und plotten. Okay, gut. Das Messer, gibt es bei diesen Messern auch noch Unterschiede? Bei den Messern gibt es Unterschiede. Es gibt einmal, das ist ein ganz normales Standardmesser. Mhm. Bei dem alten Plotter gedacht für Karton, Folien. Ich denke mal, da ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt auf Dauer eine Folie schneide, einen Filz schneide, Papier schneide oder Leder. Ja,
Also das ist nur für den Kartonbereich eigentlich oder für dünnere Folie. Wenn ich jetzt Filz schneiden möchte mit diesem Plotter, dann brauche ich ein Tiefschnittmesser. Okay. Das hat eine ganz andere Konstruktion von der Klinge. Das ist stärker, das ist fester. Eben. Und das schneidet dann auch da besser durch. Also das heißt, hier bräuchte ich zwei. Du hast gesagt, das macht der alleine. Der hat ja die Schneideinstellung, also die Schneidtiefe, ja. Die regelt er automatisch. Und hier gibt es auch ein zweites Messer, das ist aber nur für dünnen Stoff. Mhm. Und alles andere schneide ich mit dem. Du hast also ein Messer und das Messer stellt sich automatisch ein auf meine verschiedenen Materialdicken. Korrekt. Das würde bei dem hier ein bisschen schwieriger sein. Auf jeden Fall, da muss ich die Technik halt beherrschen, indem ich sage, okay, mein Schneiddruck muss so und so hoch sein. Meine Messertiefe, die wird an dem Messer hier über das... Einfach Rädchen nur über gedreht? Das Rädchen gedreht. Okay. Und ich muss dann wissen, habe ich beim Karton die Einstellung 4 und bei so einem dünnen Transparentpapier vielleicht nur 2 oder nur 1. Mhm. Aber da kann man sich mit einem kleinen Testschnitt, den man machen kann, langsam vorantasten. Da muss ich aber doch schon Erfahrung haben. Das heißt, ich kann mich oder jetzt sammeln. Nicht... Ja, oder sammeln. Genau. Ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, ach, ich schiebe da jetzt mal eben so alles durch, mach das und dann schwuppdiwupp kommt hinten alles schön raus. So ist es dann doch nicht. Also ich muss schon ein bisschen in die Materie eintauchen. Ja, man muss schon ein bisschen... Ja, ein bisschen Erfahrung brauchen wir einfach. Wie in alles. Okay, ja. Gut. Aber das ist ja schon mal ein guter Hinweis. Okay, gut. Machen wir mal weiter. Ich nehme den Stift hier nach oben. Ja, nach oben. Stift raus. Also wenn ich das beim ersten Mal kann, meine Lieben, dann kann es nicht so schwer sein. Und okay. Messer rein. Mhm. Messer wieder rein, einfach rein und runter und gut. Genau. Du bleibst jetzt auf der 4 einfach stehen. Das war's, ja. Okay, das heißt, wir widmen uns jetzt dem neueren Gerät oder möchtest du mit dem alten noch was zeigen? Oh, ich würde fast sagen, das können wir dem Chat überlassen. Also wir können mit dem alten was schneiden. Der ist halt relativ laut. Gegenüber dem, wenn man hier versucht, was zu hören, hört man eigentlich fast nichts, außer das Geräusch, wenn er seine Messereinstellungen selber misst. Wir können jetzt natürlich den Stick nicht unterbrechen. Also für alle, die jetzt, ich weiß nicht, wie die Tonqualität bei euch ist. Also ich habe die Tonqualität, dass ich die ganze Zeit gerade eine Stickmaschine im Ohr habe. Und was meint denn der Plot Martin? Der Chat. Hilfe! Danke. Danke. Da steht nichts. Aber nicht zu dem Thema jetzt. Na, dann widmen wir uns einfach mal dem neuen. Genau, also das heißt, wir lassen wir können jetzt das immer noch. Den kleinen lassen. Oh, was für eine Ruhe. Moment. Was mir noch einfällt. Ja. Schöne Grüße an Aurelia. Von. Wie hieß sie denn? Hast du eine Schwester? Nee. Habe ich eine Tochter? Eine Tochter? Ja. Wissen, Melina! Von der Melina, das ist die, die die schönen Bilder gemacht hat von dem Sticken 4.0, von der neuen Ausgabe, von meinem Säckchen. So. Ja. Dann, also wir widmen uns mal dem neuen. Sei gegrüßt. Jetzt ist auch mal eben kurz hier, nur Moment Ruhe, das heißt, wir können mal eben kurz gucken, wie laut denn dieses Gerät ist. Könnt ihr mal ganz kurz eben langsam mal den Faden wechseln, ihr beiden? Ja. Sehr gut, meine Lieben. Wollen wir erst was zum Gerät sagen oder sollen wir gleich die Lautstärke testen? Nee, wir sagen und testen gleichzeitig. Also nur keine Zeit verlieren. Ich habe hier vorbereitet eine Matte. Es gibt auch verschiedene Matten, aber ich glaube, ins Detail muss man jetzt erstmal gar nicht rein. Wir versuchen erstmal einen Einstieg zu finden. Genau. Also wir haben jetzt eine Matte. Genau. Ihr seht, die Kamera sieht's. Ich habe die gekennzeichnet mit Stoff, weil auf dieser Matte schneide ich nur Stoff, weil eine Spezialfolie oben drauf klebt, die ein bisschen haftet. Die sehr haftet. Ja, die ist haftig. Ja. Klebe ich jetzt hier Kopierpapier drauf? Geht dann nicht mehr runter. So ist das. Okay, gut. Also ich lege jetzt hier einfach so ein Stiefelchen drauf. Roll das schön fest. Aber das jetzt... hast du gerade gesehen, gell? Ja, ich sehe alles. Ja, und ich weiß auch immer, dass immer an meiner Seite ganz schnell Fehler passieren. Das ist so. Es muss so sein. Gut, dass du aufpasst. Ja, ich sitze ja direkt daneben. So, okay. Wir schneiden jetzt Stoff. Was ist das? Und das ist ein Stoff, das ist ein Panel. Den kann man kaufen am Stück. Da sind 24 Weihnachtssäckchen drauf. Mhm. Das sind Stiefelchen. Ja, egal. Und die kann man von Hand ausschneiden und zusammennähen. Ja. Aber ich kann das natürlich auch mit dem Plotter machen. Und das möchte ich heute einfach mal Weil zeigen. Weil das jetzt 24 sind, sagst du, ja, das ist mir jetzt viel zu viel Arbeit, egal was ich jetzt da rausholen will. Ich mache das jetzt mit dem Plotter. Okay, führen wir das mal vor. Wollt ihr weitermachen? Wir dürfen. Ja, macht ihr mal weiter. Ihr dürft jetzt erstmal. Macht jetzt mal schön weiter da. Ja. Mhm. Gut. Und ihr habt's gerade gesehen. Also das ist ein Stoff, der überhaupt nicht verstärkt ist, der also wirklich ganz. Ein ganz normaler, dünner bedruckter Baumwollstoff. Und für diesen Stoff braucht man natürlich auch das Stoffmesser. Okay. Kappe ab. Sicherheitskappe. Und hier sieht man auch der Unterschied. Dort drüben habe ich mein Messer rausgedreht. Und hier ist es... Nochmal extra geschützt, das heißt, ich kann mich nicht so schnell verletzen. Und es bewegt sich, das ist die Automatik. Ja, das ist schon von Vorteil. Nichts gegen dein Schätzchen hier, aber das gefällt mir persönlich jetzt schon mal besser. Und was mir auch gefällt... So, jetzt geht's los. Ja, ich habe schon die ganze Zeit gewartet. Genau. Ja. Muss denn die Matte nach jedem Plotvorgang gewechselt werden?
Die Matte. Die Matte muss nicht gewechselt werden. Ich muss natürlich die Matte rausholen, um meine Sachen rauszunehmen. Aber ich brauche nicht eine neue Matte nach jedem Plotvorgang. Also ich habe meine... Ich glaube, ich habe zwei Matten von dem alten Gerät, die ich gekauft habe. Ja. Und die benutze ich seit vielen Jahren. Okay. Ja. Hier also man kann Matten auch nach... Ja. Was sind denn, wenn wir jetzt einmal mal kurz bei dem Thema Matten sind. Was ist denn das hier für Matten? Man sieht den Unterschied, hier steht drauf, die ist lila und es steht drauf Standardmatte. Die ist lila, genau. Und die ist hier schön türkis. Und die ist türkis und da steht drauf leichtklebende Matte. Das heißt, auf leichtklebende Matte ist ein leichter Kleber drauf. Ja. Dort bekomme ich viel besser mein Kopierpapier drauf und auch wieder ab. Okay. Auf dieser Standardmatte habe ich eigentlich alles andere drauf. Etwas festeren Karton, meine Folien. Damit das nicht verrutscht. Schaumgummi. Also, genau, man muss sich vorstellen, das Messer flitzt da jetzt irgendwie drüber oder der Stift, was auch immer gerade in Aktion ist. Und das muss natürlich da bleiben, das muss wo festkleben, es ist. Natürlich. Sonst wenn sich das bewegt, alles. Und dann ist vorbei. Genau, wenn sich das bewegt, ist der Schnitt kaputt. Gut. Und ich kann auch hier dieses Plastikfolie, Filz, ich kann da alles draufkleben. Okay. Auf die Standardmatte. Gut, wir sind das bei der Standardmatte, die bleibt. Da sind auch noch Reste drauf. Ja, von gestern Abend, von meinem Testschnitt. Vom Testschnitt, genau. Das heißt, wie muss man die reinigen? Muss man die mal reinigen? Ja, ich muss nur kurz noch was, weil das ist eine Standardmatte plus einem zusätzlichen Stoffzuschnittklebefolie. Also plus einer Zuschnittklebefolie. Die ist extrem klebend. Ja. Und das kann ich anlüpfen. Hier neben sieht man, das ist nochmal eine separate Folie, die, kommt die auf die Standardmatte aufgeklebt wird. Da, weil das ist wirklich die extremste Klebekraft, die es zu bieten gibt jetzt hier von Browser. Und wenn die nicht mehr klebt, weil hier lauter kleine Reste drauf sind, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann alkoholfreie Feuchttücher nehmen und kann die Matte reinigen. Ja. Ich kann aber auch einfach diese Folie abziehen und eine neue draufziehen. Okay. Und dann habe ich wieder eine, die richtig fest für Stoff klebt. Bleibst du hier bei uns, dann kannst du den Stuhl holen. So. Noch einen Moment bleibe ich. Du darfst auch gerne stehen. Nein, alles gut. Ich dachte, ich wollte es dir nur bequem machen, weil meine Gäste sollen es nämlich bequem haben hier. Ich hätte auch schon die erste Frage. Dann frag. Das automatische Messer. Das automatische Messer. Jedes Messer wird doch irgendwann verliert ein bisschen an Schärfe. Ja, weil das Messer dann immer noch automatisch, wie es schneiden muss, oder muss man dann doch ein bisschen nachstellen? Nein, man kann auch bei dem Automatikmesser natürlich noch nachstellen. Ne? Ja. Das gibt die Einstellung. Matte wird nicht erkannt. Die Einstellung, die gibt es natürlich. Ich kann das auf tiefer stellen. Ich kann das auf leichter stellen. Aber man kann auch sagen, wenn es irgendwann wirklich runtergeschnitten ist, dass man sich einfach eine neue kauft. Okay. Genauso sage ich bei dem drüben, jeder hat zu Hause eine Haushaltsschere und eine Stoffschere. So habe ich ein Messer gehabt für meine Folien und ein Messer für Stoff. Ah, okay. Ne? Also, dass du gleich zwei sofort anlegst. Genau. Das macht auch Sinn. So, jetzt muss ich mich gerade mal stellen zum Einführen. Guck mal. Man hat mir gerade, sobald die Matte schräg steht. Achso, er will sich ins Spiel bringen, weil wir müssen schon was verlosen. Ne? Du hast gesagt, ich muss immer dazwischen quatschen, wenn eine Frage ist. Guck mal hier, jetzt habe ich aber... Punkt 1. Wenn die Matte nicht mehr klebt, kann man die ja auch wieder auffrischen, wird das hier gezeigt. Nee, wir haben jetzt keine alkoholischen Feuchttücher, meine Lieben. Die Susanne gibt übrigens auch einen Tipp dazu. Ja. Ja. Bei einem anderen Hersteller. Wenn die Matte nicht mehr klebt, einfach vorsichtig mit Spülwasser reinigen, abspülen, an der Luft trocknen lassen, dann klebt sie wieder super. Okay. Wir haben jetzt hier gerade ein Problem, ein technisches. Und wo kann man denn diese Säckchenstoffe kaufen? Die Säckchenstoffe? Also der Säckchenstoff war aus dem Nähparadies in Bruchköbel. Aber die gibt es auch wahrscheinlich überall. Also das ist einfach ein Weihnachtspanel, wo es auch Weihnachtspatchworkstoffe gibt. Bei Weihnachtspatchworkstoffen. Mhm. Schaut euch mal ein bisschen im Netz um. Okay. So, und die Luise fragt hier im Chat, kann ich denn da jetzt mit Stoff, Bügelfolie, Leder, Papier und Pappe schneiden? Mit Stoff, Bügelfolie? Leder, Papier und Pappe. Leder, ja. Papier, nein. Pappe würde ich auch nein sagen. Also diese zusätzliche Klebefolie wirklich eigentlich nur für Stoff. Ich glaube, ich habe sogar selbst mein Leder. Ich habe hier auch Leder geschnitten. Das hatte ich auf der ganz normalen Matte geschnitten. Was man natürlich auch gerne machen kann, was ich auch sehr oft mache, meine Matten haben auch nicht mehr die beste Klebekraft. Ich nehme mir ein Malergrepp und klebe das außenrum nochmal fest, dass es auf jeden Fall nicht verrutschen kann. Okay. Das kann man auch machen. Man kann die Sachen immer zusätzlich sichern. Okay. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Wir gehen davon aus, unsere Klebefolie hält erstmal noch. Genau, jetzt haben wir... Jetzt hast du es eingespannt. Du kannst es nur so einspannen, dass auch wirklich nur die Vorlage da reingeht. Ne? So ist es, genau. Okay, gut. Was kommt jetzt?
jetzt habe ich bei dem Brasserplotter halt die Möglichkeit, auch zu scannen. Ja. Und das finde ich jetzt sehr schön, deswegen wollte ich das heute mal zeigen. Ich kann bei dem Scannen entweder Direktschnitt machen, ich kann aber auch zu den Schnittdaten scannen. Das heißt nichts anderes, als dass ich das, was ich habe, abspeichere. Ja. Aber wir würden jetzt hier einfach einen Direktschnitt machen. Um die Daten zu konvertieren, wähle ich das Gerät aus. Ich kann hier eingeben, ob ich das in Schwarz-Weiß haben möchte oder ob ich den Erkennungsmodus in Bunt haben möchte. Ja. Ich lasse ihn jetzt auf Bunt, weil wir bunte Stiefel haben. Und dann starte ich. Jetzt dauert es natürlich einen kleinen Moment. Also ich höre jetzt nur kurz spielen. Und den, ja. Das Gerät höre ich gar nicht. Super. Ja. Also da kann man wirklich auch nachts um zwei noch ruhig arbeiten. Also für alle die, die nachts arbeiten möchten, der ist leise. Okay, was machst du jetzt? So, ich habe hier meinen Bereich und jetzt nehme ich meine Tasten und ziehe mir den Bereich einfach nur, den er scannt. Das kennt man vom Computer auch, genau. Man muss ja nicht das komplette Blatt abscannen. So hat man einen bestimmten Bereich, den man scannt. Wir werden das einzige Problem bekommen hier, denke ich, bei der kleinen Schere, weil er sieht ja jetzt die Außenkontur, die schwarze, er wird bestimmt diese kleine Schere hier mitschneiden, aber... Das nehme ich in Kauf. Das nehmen wir jetzt mal in Kauf. Wir werden es ja auch hinterher noch zusammennähen. Das heißt, das wird ja dann sowieso in die Nahtzugabe fallen. Ne? Genau. So, jetzt hat er das Teil. So, jetzt hat er das. Du siehst, da sind ganz viele kleine Grisselchen noch drin. Ne? Ja. Und das sind halt meine kleinen Staubfetzen hier. Mhm. Aber ich kann Objektgrößen ignorieren. Und jetzt ist er hier bei 3 mm eingestellt. Wenn ich ihm jetzt sage, okay, ignoriere mir alle kleinen Teile bis 6 cm. Dann bin ich hier schon besser, aber noch nicht ganz gut. Okay. Immer noch nicht ganz? Immer noch nicht ganz gut. Wo ist jetzt dein Problem? Ich sehe das von hier aus so gar nicht so. Was stört dich noch, dass da noch außen noch so ein paar Sachen zu erkennen sind? Ich sage erstmal okay. Nee, jetzt muss ich nochmal zurück. Genau, er kennt das nicht. Lasst mich nochmal starten. Das ist live. Das ist live. Das ist live. Das ist das Schöne, es ist live. Wir haben nichts geprobt, meine Lieben. Genau. Es ist live wie im Leben. Also, wenn es live ist, gestern Abend war es auch live. Aber das war gestern Abend. Da war keine Kamera dabei. Da sah das so aus. Ja, nun ja. Gut, wir machen das jetzt. Da hat er auch die Ecke mitgeschnitten. Genau, weil dann hat er die. Ja, ja. Okay, gut, wir gucken jetzt nochmal. Oh. Scan noch mal in Ruhe. Ich scan noch mal. Ja, das ist auch so. Aber das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Wir haben ja schon mal ein Stückchen was geschafft. Bis dahin habe ich schon einiges erklärt. Ja. Hier sind so Papierschnitte, ne? Das sind Papierschnitte, genau. Die sind einfach aber wir sind aus den Mustern, die wir beim Holger auf den Säckchen gemacht haben. Okay, also aber Papier sind wir heute nicht. Nein, Papier sind wir nicht. Okay. Nee, wir sind heute bei Stoff. Aber man hat die Möglichkeit. Man hat mit dem Plotter, Papier, Stoff, alles. Man kann Stempel machen, man kann embossen. Ja, im Boss. Prägen. Also wir können prägen. Werden wir gleich auch noch drauf kommen. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, was er jetzt sagt. Ja. Bevor er dann gleich in die Arbeit geht. Genau, bevor er in die Arbeit geht. Aber ansonsten könnte ich gleich nochmal, was können wir denn noch dazu erzählen? Ich kann noch ein bisschen nähen. Jetzt kannst du ein bisschen nähen. Jetzt ist erstmal hier Arbeiten angesagt. Guck jetzt mal. Hat er alles gut gemacht? Mhm. Ja, vielleicht hat er auch gerade, du musst ja auch mal denken, der war ja auch noch nicht so live im Fernsehen. Nee, der war auch noch nicht ja, so live ja, vielleicht im Fernsehen, hat er es gespürt und da musste man nochmal einmal eben drüber streicheln, genau. Ich habe dann die Möglichkeit, jetzt zu wählen, ja. Ob ich schneiden möchte, ob ich zeichnen möchte. Relief kann ich auch machen. Was ist ein Relief? Das ist das wie Prägen. Okay, das ist... Mh. Ich kann aber auch folieren. Mhm. Das ist mit einem Klebestift und mit einer glänzenden Folie. Wir bleiben wir aber bleiben heute beim Schneiden. Wir haben ja Thema Stoff. Wir haben heute das Thema Stoff. Ich habe jetzt auch die Möglichkeit, wenn ich das abgespeichert habe, zu sagen, super, ich habe schon meinen Schnitt. Ich kann das gerade nochmal nehmen, gespiegelt und mache mir die Rückseite von meinem Säckchen schon fertig. Mhm. So, und ich sage jetzt einfach mal Start. Aber du kannst immer nur eine Lage Stoff schneiden. Ich kann nur eine Lage Stoff schneiden, okay. Genau. Also ich könnte jetzt nicht daheim nicht zwei drauflegen. Das kannst du, aber du kriegst kein schönes Ergebnis. Okay, das wollte ich nur wissen, verflixt. Ja. Also ich wollte ja mal gucken. Also jetzt höre ich wieder nichts. Ja, jetzt ist er am Schneiden. Und das war's jetzt schon. Sag ich Schneiden beenden. Ich hole die Matte raus. Okay. Und jetzt kann die Kamera ruhig mal gucken. Ja, schön langsam, dass wir einmal gucken können, dass die Jungs Zeit haben, da drauf zu zeigen. Dann kann ich jetzt hier meinen Ausschuss erstmal abziehen. Und habe auch nochmal so einen Spatel. Wir schmeißen es auf den Boden. Wir schmeißen es auf den Boden. Ja, das mache ich zu Hause eigentlich nie und deswegen. Hier dürfen wir das. Ja. Hier muss der Martin aufräumen.
habe ich mein Stiefelchen geschnitten. Juhu! Und das geht halt nur dadurch, dass der Plotter auch scannen kann. Okay. Wenn ich jetzt aber einen zweiten habe, ne, du hast jetzt, ich habe ja im schlimmsten Fall 24, ne, bei diesem genau. Beispiel. Ja. Das heißt, ich muss jedes Mal aber vorher wieder einscannen. Ja. Den neuen Stiefel. Ich muss ihn jedes Mal wieder einscannen. Ja, weil er muss ja wissen, wo der Stiefel liegt. Okay. Jetzt ist so ein Stiefel eine einfache Form. Jetzt würde ich ja natürlich ketzerisch sagen, so wie ich bin, auch das schneide ich mal eben so mit der Schere aus. Ja. Da bin ich ja schnell, ganz schnell mit fertig. Was ist denn trotzdem der Vorteil? Warum würdest du denn immer noch einen Plotter empfehlen? Da würden wir einen Schritt weitergehen zum nächsten Tisch. Ja. Und dann würde ich dir das zeigen. Ja, zeig mir das. Also die Schnittkanten sind ganz schön. Und wir holen es hier hin. Ja, können wir auch. Ja, mal. Ja, hol mal hier hin. Dann bleiben wir hier. Das ist jetzt eine Form, die hätten wir alle noch gut mit der Hand ausschneiden können. Das ist noch kein Grund, sich so ein Gerät anzuschaffen. Aber jetzt geht's weiter, komm. Jetzt will ich was sehen. Ja, gut. Jetzt will ich was sehen. So, das ist jetzt einfach ein Bild, das habe ich mit einem Eddingstift gemalt. Okay. Das macht schon mehr Arbeit aus. Das macht schon mehr. Da würde ich jetzt beim Schneiden schon dreimal nachdenken. Genau. Okay. Also genau dasselbe Spiel wie eben auch. Ja. Ich nehme die Zeichnung. Es gibt passend zum Gerät auch noch eine Scanmatte. Dann habe ich das Problem nicht, was ich anfangs hatte, dass meine ganzen Staubflusen außen mit aufgescannt werden. Ja. Die Scanmatte ist die einzige Matte, die nicht klebt. Die hat nur eine Lasche, die hebst du an, schiebst dein Papier drunter und dann ist die weiß. Okay. Und dann scannt er richtig schön sauber. Dann scannt er wirklich nur das ab. Dann hat er das eingescannt. Und dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, am Scanner einzugeben. Ich kann jetzt sagen, ich möchte nur die Außenkontur von meinen Herzen. Und Warte, lassen wir das mal liegen. Ja. Dann haben wir das noch da. Genau, das können wir ja vielleicht... Da? Ja, das machen wir hin. Dann haben wir es noch mal im Bild. Also jetzt habe ich gesagt, ich möchte jetzt wirklich nur diese Blümchen haben. Und du hast da jetzt was für ein Material genommen? Das ist eine Glitzerfolie, die wird aufgebügelt. Die wird aufgebügelt. Die gibt es also auch, hast du noch gleich Beispiele dafür? Ist das hier so ein Beispiel? Das ist so eine Glitzerfolie, nur in einer anderen Farbe. Die hat eine Trägerfolie oben drauf zum Bügeln. Und unten drunter, das ist die eigentliche Folie, die hat hier diese Bügelbeschichtung. Mhm. Das heißt, um sie zu schneiden, müsste ich sie so auf meine Matte legen. Ja. Das Motiv wird geschnitten. Der Ausschuss, wie eben auch, wird abgezogen. Das machen wir gleich nochmal. Und bleiben dann nur die Herzen. Und die kann ich dann auf meinen... Die nehme ich, leg sie auf meinen Filz, auf meinen irgendwo, wo ich es drauf haben möchte. Und gehe mit dem Bügeleisen drüber. Zu jeder Folie gibt es bestimmte Bügelhinweise. Die sollte man auch beachten, weil jeder Hersteller andere hat. Ja, okay. Aber wenn man das beachtet und bügelt ordentlich oder presst mit einer Bügelpresse. Ja, dann kommt also das Ergebnis hinterher raus. Dann kommt das Ergebnis raus. Okay, dann habe ich das habe ich schon mal verstanden. Also das möchte ich jetzt nicht mehr ausschneiden. Da ist so ein Plotter schon mal ein ganz hilfreiches Utensil. Ne? Hervorragend. Jetzt hast du was gemacht. Ich habe es aus Stoff geschnitten. Und, invers geschnitten. Einfach aus Stoff geschnitten. Nur das Inverse wäre eigentlich mein Ausschuss. Nur für einen Ausschuss fand ich das zu schade. Ach so, du hast jetzt, okay. Ich wollte gerade sagen, das ist auch zu schade. Das ist im Prinzip das, was du dann hinterher wegmachst und wenn du noch eins weiter drehst, dann sehen wir das, wie das Original wäre. Jetzt können wir es nebeneinander legen. Okay. Und da bin ich jetzt schon einen Schritt weiter gegangen. Ich habe eine Brasa Software für meine Stickmaschine. Ja. Und kann über den Plotter eine FCM-Datei abspeichern auf einen USB-Stick. FCM-Datei bedeutet... Das ist das Format, womit der Plotter arbeitet. Genau. Kann das auf einen USB-Stick abspeichern und meinen PC für mein Programm verwenden. Der arbeitet aber auch mit WLAN. Also ich kann das alles auch per WLAN übertragen, wenn ich das möchte. Okay. Aber jetzt hätte ich mein Motiv auf einem USB-Stick, gehe an meine Sticksoftware. Und dort habe ich die Möglichkeit, FCM-Dateien einzulesen. Okay. Und wenn ich die einlese, wenn man genau schaut, sieht man hier, ich habe nicht ganz ordentlich gearbeitet, aber es ist halt Handarbeit, man sieht die Kontur von meiner Stickmaschine. Und da wusste ich nämlich genau, wo ich jedes einzelne Teilchen aufzubügeln habe. Denn auf dem Stoff gibt es ja keine Trägerfolie. Okay. Du hast dieses Motiv mit diesen Linien hier, ne? Diese schwarzen Linien. Jawohl. Und die kannst du über deinen Scanner in eine Software praktisch mobil transportieren zu deiner Stickmaschine. Diese Stickmaschine stickt dann auf deinem Trägermaterial, was es auch immer ist, ein T-Shirt oder sonst wie was, alles, was man einspannen kann, diese kleinen weißen Linien hier, ne, damit du das, was du hier ausgeschnitten hast, auch genau da aufkleben positionieren kannst. Auf Bügeln, Entschuldigung, nicht auf, obwohl es ist ja geklebt. Es ist gebügelt. Ja. Gebügelt, geklebt. Also, ne. Dann sind die Dinger da jetzt drauf. Okay, weiter. Nächster Schritt. Voll interessant. Nächster Schritt, wir blättern gleich zwei weiter. Genau, wir blättern gleich zwei weiter. Ich habe dasselbe in grün wieder gemacht. Ja. Und habe anstelle nur meinen Stoff aufgebügelt, meinem Stickprogramm gesagt, ich hätte gerne das als Applikation gemacht. Mhm. Und dann setzt er mir um jede Linie
wie ich das möchte. Entweder ein Satinstich oder ein Dreifachgradstich oder ein Motivstich. Also das, was die Stickdatei, also die Sticksoftware dann hergibt. Das ist mega interessant. Jetzt brauchen wir erstmal, glaube ich, eine kleine Verschnaufspause im Kopf. Also hochbeeindruckend. Können wir das gleich haben? Hast du ein Beispiel mitgebracht, dass wir das direkt machen können, dass wir es einmal einlesen können? Ein Motiv von deinem, von deinem Inhalt, dass wir das direkt auf die Stickmaschine von dem Holger bringen können? Können wir das machen? Da der Holger flößt mit dem Darm. Guck mal da. Ja. Da machst du gar nichts dran gerade. Das haben wir eigentlich mit unseren Tannenbäumchen. Mit den Tannenbäumchen kann man was machen, da haben wir keinen Satinstich, aber da haben wir einen Dreifach-Gradstich, der so ein bisschen frech wie bei dem Flamingo hier, einfach frech drumherum geht. Das der können Flamingo. Wir eigentlich machen. Die gucken wir uns gleich mal eben an. So, aber eins haben wir noch. Ah, eins und zwar, ich kann es auch ohne Folie und ohne Stoff aus meiner Stickdatei dann. Du hast es einmal gescannt und kannst es dann direkt in deine Stickmaschine als Stickdatei implementieren. Egal Gradstich, wie. Satinstich oder als Flächenfüllstich. Mhm. Also da, es gibt keine Grenzen. Nee, ich sehe jetzt gerade, dass die Grenze hiermit gerade so eben aufgehoben worden ist. Okay. Ja, ich bin stark beeindruckt. Okay, gut, super. Ja? Holger, wir müssen einen Zeitungsblock verlosen. Außerdem muss ich dich da mal von den Damen wegholen. So wir waren gerade, so schön im Flow. Okay, wir brauchen jetzt eine Gewinnspielfrage. Irgendwas brauchen wir jetzt. Wir brauchen jetzt ganz schnell was. Kannst du jetzt, was? Für den Chat. Also meine Lieben, die ihr im Chat seid, hört zu, wir stellen jetzt eine Frage. Wir verlosen jetzt, du kannst in der Zeit schon mal eine Frage überlegen. Wir verlosen jetzt 3 von diesen brandneuen Stickmagazinen, Sticken 4.0, exklusiv von dem Holger. Wenn ihr eine Frage beantwortet. Ich würfel aber nur einmal. Wenn ich die 2 würfel, dann gibt es 2, 3 und 4. Die bekommen dann die Ausgaben und so weiter. Also immer die nächstfolgenden. Also ich würfel nur einmal und ihr müsst dann gleich schnell tippen. Wir machen jetzt bei der ersten Frage das ganz schwer. Welche Farbe hat der Faden auf dem Titelbild? Weil das ist etwas, was sich durch jede Sendung zieht. Ja, das geht ja jetzt schnell. Egal, welches Internet ihr da habt da draußen. Habt ihr es verstanden? Guck mal, es kommt noch nichts. Der Chat, der simuliert noch. Das kann nicht sein, dass es so einfach ist. Ah, da geht's los. Guck. Steffi. Oh, guck mal, da laufen sie alle. Jetzt haben wir schon, glaube ich, 6 durch. Ganz einfach. Heute ist nämlich gar nicht so schwer zu gewinnen. Jetzt müsst ihr nur noch ein bisschen Glück haben, meine Lieben. So, Holger. Ab in die Mitte und wirf mal, nur kein Treffen. Okay. 1, 2, stopp und hopp. Mal gucken, wer kommt. Die 2. Also, Nummer 2, 3 und 4. Na? 2, 3 und 4. Marcel. Okay. Haben wir richtig? Und Daniela. Ja, das machen wir schon. Das haben wir schon alles. So, meine Lieben, die ersten Gewinne sind raus. Herzlichen Glückwunsch. Und es wäre natürlich nur fair für die 3, die jetzt gewonnen haben. Wir können das natürlich nicht so sonderlich steuern jetzt darüber. Wenn wir gleich nochmal 3 verlosen, macht einfach nicht mit. Das wäre total nett den anderen gegenüber. Würde mich total freuen, oder? Ja, ja, so, ne? Machen wir so das. Wir okay, hervorragend. Also, darf ich wieder ratschen gehen? Nee, du darfst nicht ratschen gehen. Ich komme jetzt zu dir. Ach so, wir sind jetzt gerade hier zusammen. Wichtig, wir sind hier gerade in der Übergangsphase, weil ich habe ja jetzt mitbekommen, dass man die Motive durch diesen Scanner über den Stick, wo willst du jetzt hinflitzen? Wir sind noch bei deinen Bäumchen. Ich bin hier immer noch den Schritt, ich mache den Schritt vom Plotten zum Sticken. Komm, du musst mir helfen. Musst den mitnehmen, oder? Hast du die Bäumchen schon auf deinem Stick? Nein. So, jetzt machen wir es nämlich. Der live rote Faden. In der Sendung. Also, der rote Faden. Die Aurelia hat hier die Bäumchen drauf. Es geht ja um die Bäumchen auf den Säckchen. Die sind da drauf abgespeichert. Nachdem du die hier schon mal eingescannt hattest, ne? In Vorbereitung. Richtig? Ja. Ja, so, und jetzt, so richtig. Aber und jetzt, schon bearbeitet an der Stickmaschine. Jetzt geht's weiter. Das heißt, dieser Teil geht jetzt, würde jetzt da reingehen. Jetzt hast du schon, sind wir hier mittendrin. Bin ich jetzt richtig? Ich habe das eventuell auf. Guck mal rein, Holger. Okay, eventuell müssen wir eine kurze Pause machen, weil es kann sein, dass wir es gar nicht auf dem richtigen Stickformat haben. Weil es kann sein, dass ich das noch im PES-Format abgespeichert habe. Okay, dann das heißt, du müsstest dann was tun? Ich müsste mein Notebook hochfahren und das Programm starten. Und dann, ja, dann starte schon mal, falls es nicht passiert ist. Okay, wir haben jetzt gerade die alte, also diese Stickerei abgeschlossen. Guck mal, starte mal eben, dann können wir es überbrücken, weil ich bin jetzt neugierig, ob das klappt. Das klappt. weil wir haben ja zu dieser Maschine auch, gibt es auch eine Software, die wiederum auch für den Plotter Dateien erzeugen kann. So, jetzt fangen wir bei dir erstmal wieder ganz entspannt von vorne an. Was haben wir hier überhaupt? Neben dir haben wir hier eine Husqvarna Viking Maschine. Ja. Was ist das? Das ist dieses Riesending.
Das ist gar keine große. Das ist so Mittelklasse-Größe. Okay, Mittelklasse. Nein, wir haben also hier die neue Designer Brillianz 80. Das ist also eine Maschine, die jetzt im Herbst auf den Markt gekommen ist, vielmehr jetzt erst rauskommt, richtig. Ein ganz tolles neues Gerät in dem Bereich, sagen wir mal, Mittelklasse. Wir haben ja schon Maschinen dabei gehabt, so unterer Bereich. Mhm. Jetzt sind wir hier bei einer Preisklasse um die 6.000 Euro. Reine Stickmaschine. Stick und Nähen. Okay, beides wichtig. Kombiniert. Die kann beides. Die kann beides. Mhm. Wir haben jetzt hier allerdings eine ganz neue Technik drin für die Preisklasse erstmalig. Die arbeitet mit Wi-Fi. Das heißt, ich kann also zum Beispiel jetzt auch kochen gehen, während die stickt. Und wenn ich also eine Meldung bekomme, dass ein Faden gerissen ist oder ich muss umfädeln oder das Muster ist fertig, bekomme ich das auf mein iPhone oder mein was auch immer. Mhm. Also jedes Mobiltelefon kann das empfangen und dann sagt mir mein Display, geh mal gucken, die ist soweit. Mhm, ja. Okay. Das ist mal eine Sache. Das heißt, sie hat ein Aktivsystem drin. Das heißt, ich kann hier bei bestimmten Materialien schneller arbeiten, weil sie den Faden holt und nicht nur also zuweist. Und im Gegensatz zu den herkömmlichen Fadenhebern ist es ja so, dann zieht die ja mal an der Spule. Ja. Und die zieht praktisch schon, bevor der Faden kommt, schon den Faden nach. Okay. Also dadurch bei manchen Sachen schnellere Stickergebnisse, okay, weniger Fadenreißen. Also es sind so ein paar Sachen. Also die, was und vor allen Dingen, was mir hier gut gefällt, sie hat ein ganz tolles Display mit sehr schönen übersichtlichen, wenn ich also was sticken möchte, ja, dann kann ich hier sagen, was mache ich? Also ich kann entweder normal nähen, ich kann sticken und ich habe ein neues Applikationsprogramm hier drin, wo ich also auch ganz schnell eine Applikation machen kann. Und sie sagt mir dann auch immer bei bestimmten Arbeitsbereichen, dass ich jetzt den Rahmen entfernen muss. Also ich kann auch nichts verkehrt machen. Sie sagt mir immer, wer sich beachten muss. Okay. Ja, machen andere auch, muss man dazu sagen. Aber hier eben dieses Neue ist eben durch diese Wi-Fi-Technik. Mhm. Bedienbar wie ein Mobiltelefon, also ich kann das auch aufziehen, kann man dann scrollen, ich kann hier noch weiter aufgehen, also wegnehmen, welchen Motiv habe, drücke ich drauf und sage, okay, zieh mir das hier rüber und jetzt habe ich mein Motiv bereits stickfähig. Und auch hier wieder das Schöne, wenn ich ein Motiv in dem Bild drin habe, dann kann ich sagen, okay, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich könnte mir alle möglichen Informationen holen. Mhm. Aber jetzt hier könnte ich noch platzieren, kann es verschieben, ein bisschen kleiner machen, könnte noch was dazu kombinieren. Also man ist sehr, sehr frei in der Gestaltung. Ja. Wenn ich mehrere Muster kombiniere, hat sie auch wie Grafikprogramme in der Zwischenzeit so schöne Kreuze, dass ich das auch alles schön ausrichten, mhm, kann. Und wenn ich ein Motiv sticken möchte, dann sage ich einfach nur auf Go. Und jetzt, das Tolle ist jetzt, sie sagt mir jetzt, bitte beachte diese Sachen. Hast, mhm, du das alles richtig gemacht? Ja. Also, okay. Sagen wir mal so, sie führt mich ganz schnell zu einem optimalen Ergebnis. Ja. Ich sage, machen andere auch. Die haben dann andere Wege. Hier ist mir, was mir hier bei der gut gefällt, dass ich alles auf einmal habe, brauche nur auswählen. Und wenn ich alles eingestellt habe, dann sage ich einfach weiter. Und jetzt ist sie bereits stickbereit. Und sie sagt mir nochmal, Achtung, den richtigen Rahmen benutzen. Okay, und jetzt könnte ich aber du fängst jetzt nicht an, über die schöne Kugel einen Lippenstift zu sticken, ne? Ich habe das jetzt nur mal so zwischendurch mal auch wegen der modischen Sachen. Ja. Also wir haben hier das schon mal jetzt rein zufällig abgestickt, weil wir haben ja, wir kombinieren ja dieses, mhm, Säckchen sticken, plotten, beides zusammen. Und das ist halt das, was heute eben das ausmacht, ist diese Oberflächenbearbeitung, die ja immer mehr kommt. Ja. Sie ist nicht mehr fixiert auf bestimmte Bereiche, dass ich entweder nur plotte oder nur sticke. Das geht immer mehr ineinander über, mhm, wird immer kreativer. Die hat natürlich jetzt auch noch eine tolle Sache, die mir auch gefallen hat beim Testen. Ich kann mit einer Filznadel sticken. Das heißt, ich kann dann eben Teile wie gefilzt aufnähen. Ich habe eine Zwillingsnadel zum Sticken. Ich kann aber auch mit einer Wingnadel sticken. Dann kann ich das einstellen an der Maschine und sagen, okay, das mache ich jetzt. Okay, das ist ja schon für mich ein halbes Studium, muss ich jetzt mal gestehen. Du hast jetzt gerade angefangen. Genau. Ja. Also liebe Susanne, ja? Du hast jetzt von Sticken überhaupt keine Ahnung gehabt. Doch. Oder doch ein bisschen? Ich habe eine Stickmaschine zu Hause. Du hast eine Stickmaschine, aber okay. Eine kleine. Eine kleine, okay. Mhm. Jetzt, du hast jetzt gerade mit dem Holger zusammen hier auf dem, können wir es ein Stückchen rausfahren? Irgendwie, ich traue mich nicht daran zu ziehen. Das ist kein Problem, wir machen es einfach mal raus, weil wir wollen es ja dann sowieso nachher machen. Genau, hier ist ja jetzt unser Schnitt von dem Säckchen von der Aurelia. Richtig. Und du hast jetzt gesagt, gut, ich stick da jetzt mal diese wunderbare Weihnachtskugel drauf. Genau. Hast du selber gemacht, mit Anleitung natürlich von Holger. Was also, kannst du dazu sagen? Ich fand es, also ich finde vom Einspannen her und so war alles total einfach. Also sehr, die Maschine ist sehr intuitiv zu bedienen. Mhm. Also für, auch für jemanden jetzt, der noch weniger Ahnung hätte als ich. Und im Prinzip auch einfädeln war total einfach. Und
vom Stickergebnis bin ich begeistert. Und wir haben es ja relativ schlecht noch eingespannt, ja, weil also das ist sehr labberig, ja, und trotzdem, ja, hat die so ein super Ergebnis geliefert. Okay. Ne? Was hast du da drunter noch gemacht? Du hast halt ein Stickvlies runtergesetzt. Da haben wir jetzt ein Vlies, das machen wir, reißen wir einfach nur ab. Und dann haben wir aufgeklebt, damit es besser geführt wird, auf einen Avalon Fix von Madeira. Das heißt also hier, das klebt. Ach, das klebt auch, stimmt. Ja. Dieses Gitter. Aber es ist wasserlöslich. Das heißt, wenn ich das jetzt das erste Mal wasche, also erstens mal kann ich es abreißen bis zu dem Bereich, den ich sowieso nicht brauche. Das heißt, dann kann ich das hier rausmachen. Ah, das geht durch. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Alles, was jetzt noch hier drin ist, das wird jetzt beim nächsten Mal beim Auswaschen, also beim Waschen rausgewaschen. Das, wir haben es bewusst mit dem gemacht. Es gibt ja auch noch das andere Klebevlies von Flieselin. Aber hier haben wir es halt eben, dass es rückstandslos komplett rausgeht. Okay, das drehen wir nochmal rum. Das heißt, meine Rückseite sähe dann jetzt erst einmal so aus. Ja, und die wird optisch aber noch schöner. Mhm. Und dann ist es ja so, dadurch, dass wir jetzt hier auch bei der Maschine einen selektiven Fadenschneider haben. Was ist ein selektiver Fadenschneider? Da kann ich sagen, willst du oben und unten abschneiden, nur oben oder gar nicht. Okay. Ja, das heißt also, du kannst selber sagen, wie du diese Schnittpunkte haben möchtest. Mhm. Denn das ist auch ganz entscheidend. Viele schneiden ja sehr, sehr oft ab. Ja. Und dann habe ich natürlich unten überall diese Vernähpunkte. Und bei dünnen Materialien können die sich eventuell durchdrücken. Mhm. Und dann kann ich hier bei der Maschine sagen, okay, bitte immer nur oben schneiden. Mhm. Dann schneidet die aber auch diese Abstände. Wenn ich jetzt zum Beispiel, die geht von hier nach hier und dann schneidet sie auch oben diese Fadenstückchen raus. Ich muss nichts mehr mit der Hand rausschneiden. Okay. Das hat sie vorhin übrigens auch sehr begeistert. Also, das war das war jetzt toll. Schon für jemanden, der gerne stickt, ein Aha-Erlebnis. Ja. Ja. Okay, diese Folien muss ich dann hinterher immer alle wegwerfen. Nein. Dann alles immer Nein. Dann, wenn du diese Klebefolien hast, dann kannst du jetzt hier ein Stück von irgendeinem anderen Rest hinterkleben und kannst es dann wieder benutzen. Dann sollte man aber nicht das ganz rausmachen, sondern immer nur auf dem Bereich, wo man auch wirklich stickt. Okay, das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich mache jetzt hier nochmal irgendwo was hin und kann das dann wieder benutzen. Ja, haben wir im Heft 2 sehr gut erklärt. Super, ja, das ist ja richtig. Hätte ich noch eine Frage. Könnte ich zum Beispiel auch die Avalon-Folie da drauf legen und das dann wieder verwenden? Das kann ich auch, aber also dann klebt es halt nicht. Ja, ja, okay. Das ist kein Problem. Also ich kann jetzt hier auch das, es gibt ja auch diese dickere Avalon, da kann ich das auch draufkleben und könnte jetzt zum Beispiel eine Spitzenstickerei dann damit machen und dann habe ich das Material eben optimal ausgenutzt. Ja. Sticker unter sich. Ich habe jetzt gerade mir gedacht, lass doch mal reden. Ne? Aber schön, dass ihr hier eure Fachfragen klärt. Hervorragend. So soll es auch sein. Martin, ist im Chat irgendeine Fachfrage? Irgendetwas? Oder ist er total geflasht und sagt nichts mehr, so wie ich? Es geht eigentlich jetzt gerade mal um den Preis. Den Preis. Und für ein Hobby. Der Preis für ein Hobby. Ja, ist ein stolzer Preis für ein Hobby. Ja, man und muss, es ist eine Stick-Näh-Kombination. Es ist eine Stick-Näh-Kombination. Das ist einmal der Bereich, was ich aber auch immer den Kunden oder jemandem, der sich neu mit dem Thema anfreundet, eine zu kaufen, immer zu sagen, Liste machen, was will ich alles machen, was habe ich für Anforderungen am Zubehör, an Rahmen, welche Komfortsachen möchte ich drin haben. Es gibt natürlich auch weitaus günstigere Stickmaschinen, aber man ist natürlich, und das weiß sie ja, Rahmengrößen beschränkt oder ich habe dann eben nicht die Techniken drin. Man muss immer ein bisschen sich auch überlegen, was man machen möchte. Und es gibt, und das ist das, was ich immer wieder feststelle, auch bei den Kursen, sehr, sehr viele, die in der Zwischenzeit dann sagen, okay, ich warte lieber 2 Monate länger, aber kaufe mir dann eine, wo ich dann gleich das drin habe, was ich eigentlich alles haben möchte. Mhm. Was ist deine Erfahrung? Du hast ja jetzt, ich sag mal, ein Modell, was jetzt nicht vielleicht ganz so komfortabel ist, nicht so eine Stickrahmengröße hat. Ich habe eine Anfängerstickmaschine. Okay. Wie lange hast du mit deiner Anfängermaschine jetzt gearbeitet? Bist du zufrieden? Und warum bist du jetzt hier, um dir sowas anzugucken? Ganz einfach. Also ich sticke ungefähr seit 2 oder 3 Jahren mit dieser Maschine. Zum einen habe ich immer das Problem die Rahmengröße, weil ich verziere sehr gerne Kleidung mit Stickerei, aber die Proportionen, da kommt die größte Rahmengröße, ist die Proportion einfach zu klein. Mhm. Egal, ob es jetzt für Herrenpullover oder für mich ist oder wie auch immer. Und was mich eben auch sehr stört, da werden eben die Sprungstiche noch nicht geschnitten. Das heißt also, ich habe überall hinterher so Spannfäden oben auf der Stickerei, die ich mühevoll alle mit der Schere nochmal separat wegschneiden muss. Mhm. Finde ich sehr nervend. Also man kommt doch, ich sage jetzt mal, wenn man sich in so ein Hobby rein vertieft hat, ne, und sagt, okay, das ist jetzt aber was mich wirklich fesselt und mitnimmt, dann kommt man, ich sage jetzt mal, schon relativ schnell an seine Grenzen. Also ich sage mal, ich glaube, jemand, der mit einer Maximalrahmengröße von 10x10 anfängt, der kommt so schnell an seine Grenze, wenn er sich denn mit dem Thema beschäftigt. Ja.
Also ich habe jetzt meine größte Rahmengröße ist 14 mal 20. Ja, 14 mal 20. Die, glaube ich. Und ja, wie gesagt, 3 Jahre hat es jetzt gedauert. Ne? Okay, ja. Gut. Das ist jetzt also ein Live-Statement von jemandem, der auch hier ist, live in der Sendung, was ihr übrigens auch gut machen könnt. Ihr könnt nämlich hier mal mitmachen und vorbeikommen und diese wunderbaren Chancen nutzen, hier teilzunehmen und direkt Fragen zu stellen oder Leute kennenzulernen und auch mal was Neues auszuprobieren. Das ist immer eine ganz tolle Sache. Ich freue mich über alle, die sich unter www.blabla.café mal melden und sagen, ach, ich würde mal gerne in die Sendung kommen, mich interessiert Folgendes. Und die Susanne hat das so gemacht, die Marion hat das so gemacht und wie gesagt, es sind alles Leute, so wie ihr alle da draußen seid und das ist so das, was wir hier gerne wollen, nämlich live im Prinzip sagen, ja, so geht es, so kann man sich informieren, ohne dass da irgendwas anderes hintersteckt. Okay, sehr interessant zu erfahren, weil es ist nämlich oft so, ich kenne es halt nur aus dem Bereich Nähmaschinen, wenn die Leute sagen, ach, ich kaufe mir ganz billige, ich will ja eben nur eine Hose umnähen. Und ich mir denke schon, ja, und dann geht's los. Die erste Jeanshose, die kommt, da wird man dann schon anfangen zu schreien, weil die nämlich schon nicht mehr unter das Füßchen passt. Also es ist wichtig auszuprobieren, sich wirklich genau zu überlegen, was will ich eigentlich und dann lieber mal 3 Weihnachtsgeschenke und 5 Geburtstagsgrüße in eine dauert Kiste, nicht so lange. Genau, in eine Kiste zu schmeißen und zu sagen, ich möchte gar nichts, ne, lass alles da und ich stelle das Schwein auf und zähle am Ende des Jahres mal. Das ist zum Beispiel auch etwas, weil du gerade Quilten auch mit angesprochen hast, die hat einen extrem hohen Bereich hier. Ja, also ich bin ja auch immer eine, die sofort den Finger da drunter schiebt. Und wenn mein kleiner, süßer Finger da nicht drunter passt, auch unter eine Nähmaschine, ganz ehrlich, dann brauche ich die nicht. Ja. Da bin ich knallhart. Da hat die diesen Hub, das heißt also hier, das ist der normale und hier habe ich einen Zusatz. Du kannst nochmal hoch? Ja. Wow. Und das hast du der dicke Daumen drunter? Ja. Und das hat da den Zweck, weil ich kann auf dieser Maschine auch Quiltsticke reinmachen. Das heißt also richtig wattierte Teile. Mhm. Geht, wie gesagt, auch immer auf anderen. Aber man muss sich auch so fragen, will ich sowas auch machen? Weil die hat spezielle Quiltthemen drin, dass ich also auch Freihand quilte. In dem Moment versenkt die auch Transporteure. Und was vor allen Dingen beim Nähen hier auch noch eine schicke Sache ist, die mir... Das kenne ich schon von Husqvarna aus. Boah, ich habe vor 16, 17 Jahren schon mal für Husqvarna auch gearbeitet. Und da gab es diese Techniken auch. Ich drücke nur drauf, was willst du nähen, mit welchem Stoff? Und sie wählt automatisch Fadenspannung, Einstellungen, welchen Stich empfiehlt sie und. Die werden ja auch immer intelligenter, weil die Technik ja auch immer weitergeht. So, jetzt sind wir bei unserem roten Faden. Genau. Jetzt brauche ich nochmal die Aurelia ganz kurz, oder? Ja. Aurelia, du hast uns deinen Stick vorbeigebracht. Sag mir kurz, was du getan hast, damit wir hier auch nicht den Anschein erwecken, als dass wir hier irgendetwas geplant hätten. Nein, ich habe jetzt meinen Computer hochgestartet. Okay, sollen wir mal ganz kurz eben auf dem Computer gucken, was du da getan hast, damit ich auch weiß, was sich da vollzogen hat. Du hast das eine Dateiformat in das andere umgewechselt, oder was hast du getan? Genau, ich habe eigentlich nur das Dateiformat gewechselt. Mit was? Mit dem Brasser-Programm habe ich das in VP konvertiert. Komm, wir gucken mal ganz schnell. Sag mir nur eben, dann bin ich sofort wieder bei dir. Ja, ich warte, ich renne nicht weg. Ja, das juhu! Aber ich bin halt dafür, ne, dass wir das einmal wirklich mit dem roten Faden irgendwie kurz zeigen, damit die Menschen auch verstehen, was das jetzt bedeutet. Also ich habe meinen Plotter, bei dem Plotter ist eine Software bei, die kommt auf meinen Rechner und dann hast du dieses Motiv da drin, damit hast du das jetzt positioniert. Das ist mein Stickmotiv schon. Ich habe das ja im Heft von Holger ist es erklärt, auch mit den verschiedenen Löchern drin. Aber das ist jetzt ein ganz einfaches nur. Genau. Diese 3 Tannenbäumchen, die habe ich mir als FCM ich kann hier im Brasser-Programm gibt es einen Karteikartenreiter hier oben. Ja, so genau brauchen wir gar nicht. Aber du hast jetzt das Format, also du hast es jetzt über den Stick transferiert aus der Maschine, dein Stickdatei, richtig? Ja. Und jetzt musst du hier was tun. Jetzt bin ich hier in dem Browserprogramm drin und brauche hier einfach nur zu sagen, dass ich diese Datei exportieren will. Okay. Und dann fragt er mich, in welches Format. Und dann habe ich es jetzt in Holger, VIP. Ja. Gut, ich habe es in VIP konvertiert. Ein VIP-Programm? Ja. Sehr gut. Cool, ja, das ist schön, ja. Und in dem Moment, wenn ich speichere auf dem Stick, gehen wir jetzt zur nächsten Maschine. Okay, das war der Vorgang. Genau, also das war der Vorgang. Nur damit ihr auch den roten Faden behaltet, meine Lieben. Und wie gesagt, das haben wir jetzt schnell eingeschoben, damit keiner den Eindruck hat, dass wir hier irgendwie was haben wir nicht. Alles haben wir nicht. Nee, haben wir ganz spontan. Nee, haben wir nichts. So, deswegen hüpfen wir jetzt auch hier zwischen den Tischen hin und her. Jetzt ist der rote Faden hier beim Holger eingefangen. Ja, das ist Zufall. Jetzt haben wir immer noch den Lippenstift. Den wollen wir nicht. Ich möchte jetzt Tannenbäumchen sehen. Okay, also, um in das Programm auf dem Stick zu kommen, gibt es hier unten diese kleine Wolke. Das sind meine Motive.
Objektive. Okay. Und dann kann ich hier einfach sagen, ich brauche jetzt den USB-Stick. Ja. Und hier ist zufällig der Beitrag von Aurelia drauf. Ja, das wollen wir hoffen, den suchen wir ja. Ja, und jetzt brauchen wir hier einfach nur draufdrücken und sagen, okay, jetzt lädt die das. Mhm. Ja. Okay. Ach, jetzt habe ich es andersrum gemacht. Entschuldigung. Ich brauche ja hier. Da ist mein. Das war abspeichern. Das heißt, du hast jetzt Aurelias Daten jetzt geklaut. Ich glaube, ich habe jetzt eher das gelöscht, habe ich so eher den Eindruck. Also der Holger hat jetzt seine Tannenbäume gespeichert, Aurelia. Nee. Ich glaube, ich habe das jetzt überschrieben. Ah, na, sie hat sich's gemerkt. Okay. So, das heißt, du musst es eben in ein anderes Programm. Gut, aber man muss sich das damit eben beschäftigen. Das sind meine drei Tannenbäume. So, mich stört jetzt aber der Lippenstift natürlich. Ja, mich natürlich. Stört der auch. Ist ja kein Problem, gehst du hier drauf. Und dann habe ich hier meinen Mülleimer. Ach, und da kommt der sofort rein. Ah, das freut mich. Wir sind doch im Weihnachtsmodus gerade. Ja, und das ist, ja, aber das ist, wollte ich dir nur zeigen, wenn wir von Dame auf Normal umschalten. Ja. Ja, geh mal von Dame weg und mach mal bei mir auf Normal. Okay. Das wollte ich damit jetzt nicht zum Ausdruck bringen. Ja. Guck, dann kannst du, ich kann das dann schieben, wo ich es brauche. Und hier einfach auf den Mittelpunkt drücken. Und schon ist das genau exakt auf der Rahmenmitte. So, jetzt habe ich meine Rahmenmitte. Jetzt, woher weiß er denn, was das mit dem Sack auf sich hat? Wir spannen es ein. Ach so, ja, okay. Ja, ich bin jetzt hier, ich will das jetzt genau wissen. Das mal einspannen. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal gucken hier nach. Was brauchst du denn jetzt? Meine Folie brauchen wir jetzt. Eine neue Folie. Und in dem Fall mache ich jetzt mal eine neue Folie, weil... Wir wollen jetzt mal einmal kein Flickwerk, sondern... Ja, wir machen das jetzt mal so. Das heißt, zeig mal eben, wie du das machst mit dem Einspannen. Bleib mal ruhig bei mir. Ja, ich bin nicht mehr. Du musst nur auf die Seite, sonst sehen alle nur deinen Rücken. Oh. Komm mal rum hier, an die Stelle. Dann schaffen wir das gemeinsam. Gut, okay. Alles klar. Ich lege das mal hier hin. Wir brauchen mehr Tische, größere Tische und überhaupt. Das lege ich jetzt mal hier hin. So, wir machen das jetzt mal... Was hast du hier für eins? Das ist jetzt das Avalon Fix. Ja. Das ist ein wasserlösliches Klebevlies. Und da müssen wir jetzt einfach mal unseren Rahmen bespannen. Das muss ich dazu sagen, er ist etwas größer als, als unsere Breite. Das gibt es auch noch mal in breiter. Brauchst du eine Schere zum Abschneiden? Das wäre ganz entzückend. Haben wir hier, kann ich mir die eben nehmen? Das ist so. Nämlich eine Papierschere, glaube ich. Ne? Und Folie, das geht? Darf ich? Ja, mach mal. Ja, mach mal. Ich klaue jetzt schon hier zwischendurch die anderen Scheren. Ich kann aber auch noch mal weiterlaufen. Also wir machen das in der Größe ungefähr. Also wie gesagt, das ist jetzt normal. Zu Hause würde man das etwas alles... Ich assistiere. Das ist wunderbar. Zu Hause mache ich das natürlich alles etwas... Sparsamer? Ja, nicht sparsamer. Holger. Ich bin nicht so der absolute... Die Daniela hier im Chat, die fragt nach deiner Brille. Ja, so, weil du ja noch diese Querstreben drauf hast. Ja. Erfüllen die einen Zweck oder ist das einfach nur Design? Nein, das ist unten Lesebrille, oben Weitsichtbrille. Und das ist optimal für die Leute, die mit einer Gleitsichtbrille nicht zurechtkommen. Das heißt, ich habe oben und unten andere Gläser. Da übrigens mal einen kleinen Gruß an meine Frau Wolf, meine Optikerin, die mich da super beraten hat. Frau Wolf, ich bin auch, als erstmals Herr Pflichter hier reinkam, ihr Kunde, habe ich nur gedacht, Hilfe, was ist das für eine Brille? Dann hat sie mir erklärt und habe ich gedacht, ja, super, also das coole ist, Idee, Frau es Wolf. Es ist eine Sache, wo ich sagen muss, da bin ich ihr sehr dankbar. So. So. Ja? Das heißt also, dann spannen wir das jetzt etwas normal. Deswegen, wir haben das vorhin auch nicht so richtig total schön eingespannt. Und die Einspannung vorgang. Also bei der letzten Sendung, die wir hatten, da habe ich mir noch gemerkt, das muss aber ordentlicher sein. Ne? Ja, aber wie gesagt, dadurch, dass das Teil nicht genau breit ist, auf wie wir dann können wir das nicht. Aber dadurch, dass es eine Klebewaschfolie ist, ist das egal. Okay, das heißt, da können wir jetzt ein bisschen schlummrig arbeiten. Da können wir ein bisschen arbeiten. Ausnahmsweise heute mal. Ja. Finde ich gut. So, und dann spanne ich das hier vor und dann kann ich das hier nochmal nachspannen. Das ist also auch eine tolle Einspanntechnik. Also genau, du hast hier noch praktisch den ersten Hebel, um das dann einmal reinzudrücken. Genau, und dann kann ich nochmal nachspannen. Und dann kann ich da nochmal ein bisschen nachspannen und das Ganze dann etwas fester in den Rahmen kriegen. Genau. Wunderbar. So, dann machen wir das jetzt mal, dass wir jetzt das anschneiden. Anschneiden. Ja, wir müssen das jetzt aufkleben. Dauert jetzt einen Moment, bis ich die richtige Schere dafür wieder habe. Ja, das gib mal her, das räume ich dir wieder rein. Da sind wir wieder bei dem Thema Scheren. Ja, das Thema Scheren, das verfolgt mich ja auch ewig. Was hast du da jetzt? Ach, jetzt hast du dabei eine Spezialpinzette. Ich habe wieder meine Pinzettschere dabei. Weil wie gesagt, hier, die hat halt immer. Du schreist Schere und alle rennen für dich. Das ist der Brüller. Ja, so muss das sein. Das war cool. Mach das nochmal ganz langsam. Einfach. So, dass man das praktisch jetzt hier abheben kann. Das heißt, ich suche mir jetzt hier einen Einstichspunkt. Und jetzt kann ich das. Da, wie gesagt, wenn ich jetzt sparsam arbeite,
mache ich das nur auf dem Bereich, wo ich auch nachher sticken müsste. Ja. Ja, und dadurch, dass ich ja weiß, es wäre in der Mitte, kann ich also auch nur den Bereich raustrennen in der Größe, den ich eigentlich besticken möchte. Dadurch aber, wie gesagt, dass ich jetzt nicht so genau arbeite, sind wir heute großzügig. Nee, wir sind heute ein bisschen großzügig. Das ja. darf aber auch sein, weil wenn wir jetzt pingelig sind, dann sind wir bei 270 Minuten Sendezeit. So, also im Prinzip könnte ich jetzt sagen... Moment! Ich, ja, ich klemme das jetzt hier rein und gucke einfach nach dem, dass es etwa gerade ist. Ich könnte jetzt hier mit diesen Markierungen auch genau sagen, okay, ich lege noch ein Lineal an und gucke dann, dass es ganz... Oder ich falte mir das vorhin oder mache so die berühmten Fingerbügelein. Ja, genau, oder an der Tischkante mache ich das auch mal gerne einmal kurz drüber ziehen. So, und jetzt kann ich das hier einfach aufkleben. Na, das ist nicht schön. Mal gucken. Nochmal ein bisschen, doch ein bisschen besser. Ja, ein bisschen besser machen wir es schon. Ja? So, ja, dann kann ich das hier festhalten und kann das hier jetzt einfach feststreichen. Wie gesagt, dadurch, dass wir hier keine riesenkomplexen Stickereien haben, können wir das auch mal in der Form machen. Okay. Normal zu Hause mache ich es also etwas genauer. Wunderbar, haben wir verstanden. Kriegen wir so hin. So, ich lege das jetzt mal eben kurz hier unten auf den Boden, wenn ich darf. Dann ist das schon mal aus dem Sichtfeld. Genau. So, und jetzt haben wir... Wir haben ja jetzt unsere Stickerei hier im Rahmen drin. Ja. Ja, das heißt, jetzt gebe ich der Maschine noch die Information, welche Rahmengröße. Die steht hier drauf, 260 mal 200. Ja. Ja, jetzt ist das zentriert und jetzt ist eigentlich alles soweit fertig. Motiv ist drauf. Ich kann der Maschine sagen, go. Ja, und jetzt sagt sie mir erstmal nochmal, was ich alles einstellen müsste, damit alles richtig wird. Ja, das überspringen wir jetzt mal, weil du bist das ja Profi gerade. Genau. So, und jetzt kommt hier schon unsere Stickrahmen angefahren und jetzt sagt sie mir nochmal, Achtung, Größe des Rahmens beachten, ja. Und jetzt wird der Rahmen hier eingesetzt. Das machst du, indem du den einfach reinschiebst. Einfach reinschieben und durch dieses Rasten merkt sie sich nochmal, ja, einfach drunter draufdrücken. Ich kann draufdrücken? Ja, aber richtig, muss richtig runter. Und dann kann ich den nach vorne wegziehen. Ja. Das geht mir der jetzt noch sehr ein bisschen schwer, weil die ist ganz neu. Okay. Und ja. Ich muss den Stecken ganz, hier festhalten? Ganz nach hinten. Nein, den brauchst du nicht festhalten. Einfach reinschieben. So, jetzt hat sie geklappt. Okay. Hier oben ist jetzt der Faden drin. Ja. Und dadurch, dass wir jetzt, ich könnte jetzt hier unten mit den unterschiedlichen Fäden in den Farben arbeiten. Dann bleibt sie immer stehen. Aber wir wollen eine Kombination machen. Und damit die Zuschauer auch wissen, was wir für eine Kombination machen wollen, hole ich eben schnell unser Beispiel. Okay. Weil sonst weiß man nämlich nicht, wo man ist. Richtig? Richtig, ne? Wir sind bei dem Beispiel hier geblieben. Ja, wunderbar. Beispiel, ja. Okay, wir hatten das Beispiel, was die Aurelia nämlich auch schon gerade hatte, dass wir gesagt haben, wir brauchen unten drunter eine Linie, wo wir hinterher das Geplottete drauf legen können, um das zu positionieren. Richtig. Das ist jetzt der Schritt, bei dem wir gerade sind, meine Lieben. Genau. Und jetzt heißt, jetzt starten wir die Maschine. Wir dürfen das hier wieder runter machen. Wir können mal runter machen. Dann sieht man dein Gesicht besser. Sonst hat man nur die Maschine und dahinter so einen Schopf. Das wollen wir doch nicht. Ich bin nicht mehr zum Friseur gekommen. Ja, das ist egal, das darfst du nicht sagen. So, ja, und wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt ja hier nicht das große Sticken machen, sondern wir haben ja nur einen Bereich, kann ich das also jetzt hier so absticken lassen. Jetzt stickt sie mir die Kontur vor, wo das nachher aufgelegt wird. Und man sieht auch immer, wo man gerade ist. Ja. Und jetzt könntest du, während du jetzt stickst, in die Küche gehen und Kuchen backen. Richtig. Und leider haben wir jetzt hier keinen Wireless-LAN. Weil wir ein bisschen auf Flugmodus. Ja, wegen der Funkstrecken. Genau, das heißt also, die Maschine würde mir dann signalisieren, Achtung, jetzt bitte umfädeln oder das und das machen. Also wie gesagt, das kommt immer darauf an, was du dann stickst. Und danach richten sich dann die Meldungen, die dann ankommen bei dir. Okay. So, jetzt gucken wir. Also wie gesagt, das ist jetzt die Platziervorgabe. Das ist auch nicht schlimm, wenn die jetzt nicht so total schön ist. Oder jetzt hier vielleicht auf der Faden. Ja, der hat einen Fehlstich gemacht. Ja, aber das macht nichts. Nee, das ist ja die Vorgabe. Ja. Was ist, wenn sowas passiert? Wenn sowas passiert, bleibt sie, also in dem Fall habe ich wahrscheinlich wieder unten, da bin ich, der Fehler 40, wieder da aktiv gewesen. Ich habe nicht kontrolliert, ob der Unterfaden richtig drin sitzt. Ah, okay, gut. Ja, ich habe einfach angefangen. Sollte aber man das ist ja jetzt im Moment egal. Das heißt, wir nehmen das Teilchen jetzt wieder raus, liebe Aurelia. Ja, wir sind jetzt gerade in einer ganz spannenden Phase, weil wir haben die Kombination Plotten und Sticken, meine Lieben. Wir sind an dem Punkt angekommen, dass wir gehen nämlich jetzt zu dem Tisch da hinten rüber und werden... Ja. Wir gehen zum Bügeleisen und bügeln gleich drauf. Können wir auch machen. So. Also wie gesagt, da würde ich jetzt hier unten noch abschneiden, weil ich hätte auch vorher einstellen können, dass sie beides gleich schneiden muss. Und jetzt sehe ich auch schon hier, mein Unterfaden ist gleich zu Ende. Deswegen in der Zeit, wo ihr bügelt, wechsle ich schon jetzt mal. Jetzt lasse ich das Ding aber da drin.
Jetzt lasse ich das Ding drin und ich mache das jetzt nicht unbedingt mit dem Avalon oder mit der Folie hier. Ich mache das ganz gerne mit einem Material, wo ich keine Angst habe, wenn ich mit dem Bügeleisen drauf komme, dass das schmilzt. Oh, also wir sind jetzt mal ganz vorsichtig. Da war ich jetzt in einem anderen Flow. Ja, wir gucken. Okay, wir gehen zum Bügeleisen und sprechen das. Ja, das ist auch so. Nein, es ist jetzt auch, ich habe jetzt hier zwei Spezialisten zusammen auf einem Haufen und jetzt müssen wir erstmal kurz gucken, wie wir da jetzt weiterkommen. Und ihr seid fleißig dabei, meine Lieben. Wie noch nicht kommen? Einmal bügeln. Dann bleib noch mal nicht kurz. Kommen. Dann bleibe ich noch mal kurz. Dann sag mir doch mal kurz, wo ist jetzt der Unterschied? Wir haben die Beispiele, wir können aber auch mal eben an die anderen dran gehen. Sollen wir das mal eben machen? Wir machen das zwischendrin jetzt einfach mal frech. Damit wir hier Bescheid wissen, also damit alle Bescheid wissen, was hier so rumsteht. Also was hier so rumsteht ist zum Beispiel... Wir müssen der Kamera eine Chance geben, mitzumachen. Bitte. Ja. So, jetzt können wir loslegen. Das ist ein genähtes Shirt mit einem Stoff, einer Blume hier drauf. Und dann bin ich hergegangen und wollte den Stoff einscannen. Das ist mir nicht ganz so gelungen, weil er ist ja doch irgendwie sehr bunt. Ja. Also habe ich ein Transparentpapier genommen, habe das drüber gelegt, habe mir die Kontur der Blume abgemalt mit einem Eddingstift und habe dann eine Plotfolie quasi erstellt, also eingescannt und wieder ausgeschnitten aus einer Folie. Und das hier ist auch eine Bügelfolie in schwarzem Glitzer. Das ist eine Glitzerbügelfolie. Mhm. Und mit derselben Datei bin ich dann wieder hergegangen und habe eine Stickerei erzeugt. Also im Prinzip den Schritt, den wir gerade gemacht haben. Genau. Wir sehen hier gerade, oder wir können das jetzt auch mal zeigen, deine ganzen Sachen, die du so wunderbar machst, liebe Aurelia, die ist auf deiner Instagram-Seite zu sehen. Vielleicht können wir das jetzt noch mal einmal einblenden für die Zuschauer. Sag mal ganz kurz, das sind jetzt noch diese Tannenbäume, und ganz viele süße Sachen. Ja. Die Strelitzie war ein Foto, das hatte ich dann eingescannt und habe es bearbeitet. Viele Sachen, die sehen wir auch hier. Mhm. Die Weihnachtssäckchen sind jetzt auch mit dabei. Dann kann man schneller scrollen, dann kommen nämlich ganz viele Patchwork-Blöcke, sehr gut. Der Anker, das war in Ausgabe 1 von Sticken 4.0. Mhm. Eine Applikation, die auf Filz gestickt wurde. Ja, das ist ja der vorne liegt. Genau, und der Filz wurde anschließend, nachdem er bestickt war, in den Plotter gelegt, festgeklebt. Und das komplette Motiv ausgeschnitten. Also erst gestickt und dann geschnitten. Wow. Okay, also du hast hier, um jetzt nochmal darauf wieder zurückzukommen, du hast hier jetzt eine Kombination gemacht, auch wieder aus dem Plottensticken, indem du das Muster von deinem Stoff genommen hast und daraus dann ein Shirt genäht hast. Ja, ich liebe es, die Muster aufzugreifen. Ja. Ganz kurz, was ist hier noch an deinen Sachen, wo wir hier schon einmal stehen, was ist hier dran so Besonderes? Warte mal einmal. Besonderes ist natürlich immer im Sinne des Betrachters. Ne? Ja, nun, also aber es ist eine Applikation. Okay. Das Winter ist mit einem Stoff wieder geschnitten und auch mit der Stickmaschine appliziert, richtig als Applikation gearbeitet. Und es ist wieder die Kombination zwischen der, hier rechts sieht man dann die geplotteten Teile. Mhm. Und es ist wieder diese Kombination aus Sticken und Plotten. Auch bei der Tasche. Bei der Tasche auch. Und das ist hier vorne auf dem Modell auch nochmal zu sehen. Ne? Was kann das Teilchen auch noch? Glitzer, Glitzer, bling, bling. Genau, das Teilchen kann auch noch Strassmotive machen. Ich kann meinen Namen schreiben und kann dann festlegen, möchte ich nur die Außenkontur als Strass haben oder möchte ich die komplette Füllung als Strassmotiv haben. Das macht alles das Programm. Das Programm, wo wir eigentlich gerade Programm sagen, es gibt zu dem Plotter eigentlich fast zwei kostenlose Software vom Browser dazu. Das einmal ist ein Online-Programm, das nennt sich Canvas Workspace. Mhm. Man kann im Browser arbeiten und es gibt es mittlerweile aber auch zum Herunterladen auf dem PC. Und dann kann ich an meinem Notebook arbeiten, egal ob ich jetzt Internet habe oder nicht. Okay, super. Und in diesem Programm kann man auch ganz viel. Also man sieht schon, ich weiß Bescheid. Wo ihr gerade hier steht, es wird nämlich nach dem Schnittmuster gefragt. Von welchem? Ach, von allen. Sag einfach von allen. Das ist ein gekauftes Shirt. So. Das ist ein genähtes Shirt. Keine Ahnung. Und da müsste ich zu Hause mal schauen. Also ich habe keine speziellen Schnitte, die ich verarbeite. Das ist immer mal irgendwo raus. Irgendwo raus. Das war auch in irgendeiner Zeitschrift war das drin. Und sieht die Bügelfolie nach dem Waschen aus? Kommen wir gleich zu. Achso, mach mal so. Also bestimmt schon 15, 20 Mal gewaschen. Ja, toll, ich stehe wieder auf der falschen Seite. Ja, dann musst du in den Stream angucken. Also, der Strass hält super, das Gebügelte hält super. Man muss sich an die Anleitung der Hersteller halten, mit der Temperatur, mit der Druckzeit und dann... Dann geht das. Okay, wir gehen jetzt zum Bügelbrett. Die beiden Damen haben sich jetzt verkrochen. Wir müssen schon wieder ein Chat-Gewinnspiel machen. Du kannst jetzt das schon mal vorbereiten, damit du gleich erklärst, was du da gerade gesagt hast.
weil ich den Unterschied nicht kenne. So, wir sind wieder soweit. Lieber Chat, und bitte die drei, die gerade mitgemacht haben, bitte, bitte, bitte nicht mitmachen. Dann haben die anderen auch eine Chance. Okay, Stecken 4.0, das ist Holgers Baby. Und das ist jetzt die dritte Ausgabe, richtig? Ja. Dritte Ausgabe, genau. Die verlost er brandneu, kommt eigentlich jetzt erst demnächst, ne? Nächste Woche. Nächste Woche ist sie im Handel? Ab nächste Woche, ja. Ab nächste Woche. Ja. Das heißt, ihr kriegt sie auch und müsst dafür aber nichts bezahlen. Wenn ihr jetzt eine Frage beantwortet, ich werde würfeln, du darfst dir schon mal die Frage überlegen. Ja. Ich werde würfeln und die Zahl, die ich würfel, gibt den Anfangsstartschuss und die nächsten drei bekommen dann die Ausgabe. So, jetzt brauchen wir mal eine Frage. Wir wollen es ja nicht schwerer machen wollen als vorhin. Nicht, nein. Deswegen sagen wir jetzt, wie viele Ausgaben gibt es insgesamt? Okay, wie viele Ausgaben von Sticken 4.0 gibt es? Also die wievielte halte ich hier so jetzt in der Hand. Das wird dann auch schon passen. Na, wer hat aufgepasst? Es dauert ein bisschen. Die müssen ja auch erst tippen. Unser Stream ist, ne, 2 Sekunden. Oh, das ist wie bei Eurovision Song Contest. Das ist. Wir sind nichts anderes als der Eurovision Song Contest hier. Ja. Auf keinen Fall. Wir dürfen nur nicht Martin animieren zu singen. Ja, zieh ruhig ein Schüppchen. Mach okay. Du mal. So, jetzt willst du wieder hier einmal. Okay. Und los. Die 4! Herzlichen Glückwunsch. Also, die Menschen, die richtig geantwortet haben, mit an 4. Stelle, 5. Stelle und 6. Stelle. Die Steffi, die Kathi Kreativ und Petra. Ach, die Kathi hat gewonnen, echt? An dieser Stelle, liebe Kathi, du wolltest ja in der Sendung sein, ja. Hatte ich total verpeilt, aber umso mehr freue ich mich jetzt, dass du diese Ausgabe gewinnst. Herzlichen Glückwunsch und gute Besserung. Ja. Na, du wolltest ja heute mit in der Sendung teilnehmen. Sorry, dass es nicht geklappt hat, aber Gesundheit geht vor, ne? Schade, aber du kommst ja vielleicht nochmal und deswegen kommt die Kathi einfach nochmal vorbei. Dann läuft das. Und für alle, die jetzt noch nichts gewonnen haben. Wir haben gleich noch was. Wir haben noch was. Ein bisschen kommt noch. Wir haben noch den Hauptgewinn und das Bonbon. Bonbon, ja. Sag ich mal gerne. Okay. Okay, wir waren jetzt stehen geblieben. Was war jetzt deine Sache? Stopp. Mit der Avalon-Folie. Was war jetzt dein Problem? Bügeleisen ist sehr heiß, Folie schmilzt sehr leicht. Also okay. Muss ich arg aufpassen mit so einem großen Bügeleisen. Ich habe zu Hause so ein kleines. Ja. Und mit dem geht es wunderbar im Rahmen. Auch bei kleineren Rahmen kann man das Bügeleisen schön positionieren. Und es gibt aber auch, so steht es auch in Holgers Sticken 4.0, den Textilklebestift. Textil von Prim. Von Prim, genau. Ja. Mit so einer gelben Klebefläche, da kann ich auch erstmal meine Sachen kleben. Ich könnte auch einen Sprühkleber verwenden, um die Sachen aufzukleben. Du bist jetzt schon mal wieder vorausgeeilt, meine Liebe. Du hast uns einen Schritt vorenthalten. Okay, also ich habe meine Tannenbäumchen auf die vorgestickten Linien die eingelegt. Tannenbäume. Wo ist jetzt ein Beispiel Tannenbaum? So kommst du mir nicht davon. Und ich krieg gleich wieder, sonst geht's los. Was hat sie da getan? Wir wissen nicht, was passiert ist. Das geht so nicht. Du kannst nicht einfach hier heimlich hinter meinem Rücken arbeiten. Prangere das hiermit mal an. Gut, ich nehme mir das zu Herz. Wie super. Ja. Okay, also. Pass mit dem Bügeleisen auf, sonst verbrennst du dich gleich und dann. Holger hat ja mit der Stickmaschine die Linien vorgezeichnet. Da waren wir stehen geblieben. Also vorgezeichnet, vorgestickt natürlich. Okay, ne? Und du hast auch schon was vorbereitet. Genau, und ich habe diese Tannenbäumchen mit dem Plotter geschnitten. Ja. Und die Tannenbäumchen haben hinten eine Aufbügelfolie. Die war vorher auf dem Stoff? Die habe ich auf den Stoff vorher aufgebracht. Ich sag mal, ähnlich wie Flisofix gibt es von der Firma Brasa auch eine Aufbügelfolie für den Stoff, um den als Applikation zu verarbeiten. Okay. Und diese Folie lässt sich super gut mit dem Plotter schneiden. Okay, gut. Das heißt, doch, man muss von Flisofix weg, um das damit zu machen. Das würde nicht gehen, aber das Prinzip ist das gleiche, weil Flisofix alle kennen. Genau. Das heißt, ich brauche da auch wieder eine Spezialfolie. Ja, eine Aufbügelfolie. Eine Aufbügelfolie, die sich auch gut schneiden lässt und die auch entsprechend dafür ausgerichtet ist. Ich brauche das falsche Wort, weil ich könnte auch den Textilklebestift nehmen. Ich könnte auch Sprühkleber nehmen. Gut, also du hast dich jetzt, so jetzt sind wir, jetzt habe ich es auch verstanden, dann hoffe ich auch der ganze Rest da draußen. Also du hast ein Stück Stoff, du hast jetzt die Variante gewählt, dass du gleichzeitig eine Spezialfolie von Brother mitschneidest, mitcuttest, damit hier hinter sofort etwas Klebendes ist. Aber wir können auch von Prim einen Stift benutzen. Sprühkleber, völlig egal, nur es muss irgendwas auf die Rückseite, damit das Ganze haftet. Genau. So ist richtig? Mhm. Okay, dann hast du was gemacht? Dann habe ich mir die Tannenbäume in die vorgestickte Linie gelegt, einfach nur eingelegt. Und ein bisschen gebügelt. Und aufgebügelt. Das ist das Prinzip. Das hast du jetzt und dasselbe habe ich auch jetzt anstelle von, man wird kreativ. Ne? Wir haben es in der Vorlage gemacht mit Stoff, aber ich habe jetzt einfach für unten mal diese Glitzerfolie genommen für die Stämmchen.
Ich kann Stoff nehmen, ich kann Folie nehmen. Völlig kann egal. Kann nehmen, was ich möchte. Okay, ja. Und die Glitzerfolie ist jetzt, hier ist jetzt noch so ein Plastik drum. Genau. Was hat das zu sagen? Ja, ich nehme dir mal den Tannenbaum wieder ab. Ich bügel den kurz. Also jetzt hier mache ich das nur mal kurz. Im Normalfall gibt es Bügelvorlagen, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt jetzt, dass man auf die Herstellerangaben achtet. Das war jetzt zu wenig. Und jetzt vorsichtig sein wegen dieser Folie unten drunter. Und ne? Was hast du unten drunter gelegt? Warum ist das unten drunter? Das liegt nur unten drunter, weil es da schon gelegen hat. Ach so, okay. Aber du, so, oben drüber braucht man Nein, jetzt nichts das, legen. Das ist die Sicherheitsfolie, ja. Die bei jeder, also bei vielen Plottfolien einfach schon oben drauf liegt, um die Folie aufbügeln zu können. Okay, kannst du auf den Boden werfen. Ich weiß, aber das... Doch, mach das einfach mal, trau dich. So, und jetzt würde das wieder zurückgehen zum Holger, zum das Sticken. Das machen wir jetzt auch genau. Einfach. Es würde nicht, es tut es. Also, da sind jetzt irgendwie keine Fragen, meine Lieben. Im Chat nichts und gar nichts. Haben alle verstanden? Alle mitgekommen? Und dann? Großartig. Gut, dann machen wir das doch jetzt. Ja. Ja, ich bin total gespannt. Wofür hattest du das denn jetzt hier liegen, das Backpapier? Die Damen haben auch einzelne Sterne, die eigentlich Abfallprodukte sind aus den Tannenbäumen. Gucken wir uns gleich an. Rausgenommen und die haben ja keine Sicherheitsfolie mehr obendrauf. Ja. Und dann habe ich gesagt, legt einfach das Backpapier drüber. Super Tipp, machen wir gleich, gucken wir uns nochmal an. Ich möchte gleich eure Ergebnisse sehen. Wie viel haben wir noch? Holger, wir haben noch 24 Minuten. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg. Ich freue mich. So, dann spannen wir das schon wieder mal ein. Wir spannen. Ja. Du könntest jetzt, wenn du möchtest, eine andere Farbe benutzen. Das heißt also dann hier super. Oben einfach neu einfädeln. Mhm. Ja. Ich lasse das jetzt einfach das, in der das Farbe. Das Creme passt ja ganz gut. Oder was sagt der Designer, die Susanne? Dürfen wir Creme benutzen? Aber sicher. Hervorragend. Dann benennen wir das doch. So, wir haben das gleiche eingespannt. Wir haben an diesem ganzen, hast du an der Software in der Zwischenzeit auch heimlich was gemacht? Ich habe nur drauf gedrückt auf OK, dass wir jetzt die nächste das nächste Bereich arbeiten. Okay, das heißt, aber woher weiß jetzt die Maschine, die wusste jetzt gerade von meiner Vorlage, dass ich das einmal mache. Genau. So, das hat sie jetzt, das habe ich ihr mitgeteilt. Jetzt haben wir zwischengebügelt, richtig. Aufgeklebt. Ja. Jetzt kommt die zweite Ebene. Ja. Deswegen hat sie hier auch eine andere Farbe, damit ich dann auch immer weiß, immer wenn ein Farbwechsel kommt, dass sie auch schneidet. Ja. Damit ich das nicht alles manuell machen muss. Okay. Ja. Jetzt brauche ich eigentlich nur wieder hier einfädeln. Haben wir gesagt, lass mal ja noch mal die Farbe. So, jetzt gehe ich hier wieder ran. Und jetzt. So. Jetzt fängt sie an der gleichen Stelle nochmal an. Jetzt stickt sie natürlich das in Abhängigkeit von dem, der vor dem Programm gesessen hat und das programmiert hat. Ja. Jetzt habe ich mich da entschieden für so eine offene, einfache, gerade Kontur, die dreimal über die Tannenbäume geht, um das einfach so ein bisschen frech aussehen zu lassen. Ich hätte mich auch entscheiden können für einen Applikationsstich, der nur außenrum um den Tannenbaum geht, der aber für mich in dem Fall jetzt eher ein bisschen langweiliger wäre. Aber sie ist ja jetzt sehr präzise, da machen wir uns jetzt ja nichts vor und stickt jetzt den gleichen Bereich. Ja, macht sie nochmal, weil sie hat das ja so vorgegeben. Das heißt, wenn ich das jetzt etwas versetzt haben möchte... Dann muss ich das entweder vorher programmieren oder ich hätte hier am Bildschirm das etwas verschieben können. Können wir das einmal gleich verschieben? Der verschiebt sich jetzt automatisch mit der nächsten Farbe. Ach so. Ja. Der hat jetzt quasi den Stoff, den ich aufgebügelt habe, erstmal fixiert. Ja. Und das muss ja in der Kontur sein, die der Stoff auch hergibt. Ja. Damit er mir jetzt... Also ich könnte auch theoretisch gar nichts, also weder Bügelvlies noch Stift. Ich könnte auch meinen Stoff nur so auflegen. Dann müsste die Nähmaschine ja erstmal den Stoff fixieren, dass er nicht wegrutscht. Aber jetzt sind die Bäumchen so ein ganz kleines bisschen kleiner. Das heißt, es würde dann doch auch sein, dass man die etwas größer zu... Man kann die dann noch mal einen Tick größer zuschneiden, das kann man machen. Das meine ich, genau, dass es dann doch etwas mehr mitgeht. Weil in dem Beispiel, was wir hatten, war es ja etwas versetzt dargestellt. So, jetzt hast du im Prinzip einen Farbwechsel. Wir könnten jetzt noch ich würde jetzt sagen, wir jetzt greife ich mal ein. Ja, weil die schon so bunt ist, jetzt auch noch viele Farben aber wir könnten jetzt halt ganz wild loslegen. Wir könnten jetzt auch noch einen Metallfaden benutzen, und Glitterfaden Gucken wir uns oder gleich was an, die Ergebnisse haben wir dabei, aber wollen wir jetzt gerade nicht. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten und nochmal ganz kurz nochmal zwischendurch, also das kann man auch mit vielen anderen Maschinen, also nicht, dass man jetzt denkt, dass wir waren jetzt hier eine Husqvarna-Verkaufssendung, das geht auch vielen anderen Stickmaschinen, aber bitte vorher gucken, prüfen, ob man das alles kann, was man möchte. Mhm. Und dann entscheiden, welche. Gut. So, hier sagen wir jetzt einfach okay, weil wir wechseln. Wir haben den Farbwechsel jetzt gemacht, weiß sie ja nicht und los geht's. Ja. Und sie stickt da wieder einmal an. Und dann, das ist nochmal eine Sicherung.
Ja? Und jetzt muss man wieder dazu sagen, ich halte mal kurz an. Mein Werdegang jetzt bei der Gedankengang wäre jetzt gewesen, ich mache es so, wie sie es gesagt hätte. Ich hätte jetzt einfach meine Stoffe draufgelegt auf das und hätte es zugeschnitten. Deswegen habe ich diese Art von Einspannen gewählt. Ja. Sie hat ja gesagt, sie hätte es anders gemacht. Aber jeder hat, macht seine... Ja, Dinge. Und jeder würzt die Soße ja auch anders. Und deswegen sage ich auch immer in meinen Kursen nach wie vor, machen Sie doch, was Sie wollen. Es geht alles. Genau. Na? Aber jetzt macht sie erst unten nur die Stämmchen und nicht oben das. Warum? Weil das so programmiert wurde. Das ist jetzt die Reihenfolge, wie der Programmierer das eingegeben hat. Also so wie du es digitalisiert. Okay. So wie ich digitalisiert habe. Wenn ich jetzt quasi einmal um das linke Stämmchen gehen würde, dann um das mittlere und dann um das rechte Stämmchen und dann würde ich wieder um das linke gehen und wieder um das mittlere, dann hätte ich ganz viele Spannfäden. Und so habe ich versucht, dass ich halt zweimal um das erste gehe, dann zweimal um das zweite, dass ich die Spannfäden einfach reduziere. Auch da muss man dann aber auch so seinen Weg finden. Ne? Das ist jetzt dann auch alles nicht so mal eben. Also machen wir uns nichts vor, das ist schon ein Hobby. Da muss man sich so ein bisschen reinfräsen. Ne? Also da Kreativität ist grenzenlos und die Programme geben einem mehr her, als man eigentlich nutzen kann. Das ist, ich vergleiche das oft mit Excel. Ja. Jeder kennt Excel, jeder benutzt Excel, aber keiner schöpft Excel zu 100% aus. Also natürlich gibt es bestimmt auch Leute, die das ausschöpfen, aber wenige. Ja. Also man muss dazu sagen, wenn man direkt davor sitzt, ist das alles einfach. Ich weiß, das ist blöd. Also die Kamera, das sieht jetzt alles so aus, aber die Kamera braucht ihren Platz. Und wenn man da, abschneiden, ist sie genau auf der Größe, dass man weiter sticken kann. Okay. So, jetzt machen wir das wieder runter, damit man meinen Kopf wieder besser sieht. Ja, das ist wichtig. Ja, und jetzt sehe ich das auch mit dem Versetzten. Da sieht man das eigentlich sehr gut. Das ist ja auch ein Effekt, der hier entstehen soll. Ja? Hier sieht man jetzt, hier geht es ein Stückchen rein. Ja, genau, da geht es ein Stückchen raus. Und das ist das Kreative daran. Ich muss ja nicht immer alles so machen, dass es ganz exakt ist. Mhm. Ja? Es gibt ja diese Doodles, die man auch macht, die man also praktisch als Applikation macht. Da näht man das erst auf, schneidet das dann, wie man das möchte, ab und fertig. Dann hat man noch so diese Fransenoptik außen. Ja, das ist auch schön. Haben wir ja auch so ein bisschen. Warum schneidet die jetzt nicht die Sprungstücke dann? Ja. Okay. Das hätte ich auch noch so programmieren können, dass sie das nicht macht mit dem Sicherheitsfaden hier rüber. Ja. Also das kommt dann wieder darauf an, was stelle ich hier noch rein. Okay. Ja, aber ich sie ist schon halt auch sehr schön leise und das ist ja auch ganz wichtig, dass man nachts auch mal sticken dass kann. Viele, es sind ja auch gerne Frauen, die das machen, die noch eine Familie zu versorgen haben. Ja. Und denen bleibt manchmal nur die Dunkelheit. Und da muss man halt auch dazu sagen, wir haben ja natürlich jetzt hier etwas nicht ganz so stabilen Tisch. Ja, der Tisch ist flexibel, weil vielseitig einsetzbar. Richtig, aber das sind natürlich auch dann die Sachen, die dann das ein bisschen lauter scheint. Sie ist fertig. Ach, guck mal, die hat noch eine so schöne Melodie. Und jetzt sagt sie mir hier auch, dass sie fertig ist. Jetzt kann ich sagen, okay, jetzt könnte ich praktisch mein nächstes Teil oder eben irgendetwas anderes besticken. Genau. Was wir hier ja zum Beispiel gemacht haben mit einer, wie gesagt, mit dieser Kugel. Ja. Also man ist auch hier, ich kann applizieren, ich kann normal sticken. Mhm. Ich kann mit Zwillingsnadel sticken. Ich kann so viel machen heute. Das ist wieder eine ganz andere Sendung. Genau, Sondersendung. Ich weiß gar nicht, Sondersendung habe ich beim letzten Mal so oft gesagt. Also sie hat sich gerade für alle Sondersendungen nächstes Jahr angemeldet. Also wer noch Plätze will, dann bitte möglichst bald entscheiden. Ja, allerdings. Okay, das heißt, das kommt jetzt wieder raus? Ja. Ach, du machst das dann? Ja, gut. Ja. Und jetzt ist das praktisch gestickt und jetzt kann ich das hier... Jetzt müsste man hier dann das runternehmen und dann... rausnehmen und hier sehe ich das ja schon. Na gut, hier hätte ich doch noch ein bisschen mehr abmachen müssen, aber das ist auch nicht so schlimm. Ja, das ist jetzt ein Säckchen. Also bei Bekleidung sollte man dann doch nicht ganz so geizig sein. Ein bisschen weitsichtiger. Okay, bei so einem Säckchen ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Ja. Okay, das wird jetzt einfach wieder abgerissen. Ja. Das ist Klebevlies, das klebt doch wirklich diesmal gut. Das klebt gut, das heißt ja auch. Ja, deswegen, dieses Avalon Fix ist wirklich so gut zum Stabilisieren. Brauchen wir eine Schere? Ja, ich glaube, jetzt brauche ich doch mal eine Schere. Aber da findet dann auch jeder seinen Weg, wie er das gerne Weg macht. Seinen Weg und seine, Seite, ich mache es mir hier oben hin. Ich muss mir vor allen Dingen eine Assistentin zum Ausschneiden suchen. Ja, das ist auch gar nicht falsch, so eine Assistentin. Im Prinzip, jetzt würde man das natürlich noch mal ein bisschen bügeln und dann einfach und natürlich die Fäden hier verschneiden. Dafür ist eine wunderbare Schere. Da habe ich meine Pinzettenschere. Genau. Weil, wie gesagt, mit der kann ich hier ganz, ganz dicht dran. Und die ziehen wir jetzt hier einfach raus. Und ich brauche auch keine Sorge haben, dass da irgendwas aufgeht. Nein, weil diese Maschine so programmiert war,
dass sie unten nicht schneidet. Dadurch sind alle Fäden unten gesichert und oben kann ich ganz munter drauf los abschneiden. Und das macht die, ohne dass ich da irgendwie mir Gedanken machen muss, ne? Das muss ich, da haben wir ja vorhin den Startbildschirm gehabt, wo sie mir ja sagt, da kannst du jetzt einstellen. Ja, und hier unten, wie gesagt, das bleibt drin. Genau. Wenn mich das stört, kann ich es natürlich auch. Es ist trotzdem ja nochmal vernäht. Ja. Also es kann nichts aufgehen. Okay, gut. Ja? So, jetzt haben wir unser Säckchen und das hier wunderbar. Hast du jetzt erstmal in dieser Maschine soweit alles erklärt, was du wolltest? Ich kannst natürlich, glaube, weil ja. Du kannst jetzt stundenlang darüber weiterreden, aber also, das Prinzip könnte. Ist klar. Ja. Genau, wir haben ja, ja. Was ich, wie gesagt, noch ganz toll finde, okay. Hier kann ich meine Bullenfäden fürs Sticken. Reinmachen. Ja. Und hier drinnen hätte ich die fürs Nähen. Mhm, dann hat man auch kein Chaos in diesem Gesamten. Wunderbar, wir gehen jetzt ein Häuschen weiter, damit ich jetzt noch mal sehen kann, wie es jetzt weitergeht und wir zum Tisch kommen und noch weitere Beispiele haben. Vielen Dank, Holger, schon mal an dieser Stelle. Super. Ja, bitte. Super gemacht. So, jetzt möchte ich mal hier sehen, was meine beiden lieben Gäste hier produziert und gemacht haben. Das hatten fertig? Wir gerade schon. Das ist fertig. Das ist fertig, ja, genau. Das wäre jetzt das Zweite. Ich habe auch ein Fertiges. Dann lass uns mal einmal hier an den Tisch gehen, dann können wir nämlich das Ganze mal einmal hinlegen und auch noch mal sagen, was ihr denn gemacht habt. Das war schon vorher gemacht, ne? Genau, das ist aus der Zeitschrift. Das ist aus der Zeitschrift, genau. So, jetzt müssen wir einmal gucken, was wir hier gemacht haben. Und du musst mir hier mal dieses Mundwerkzeug vom Zahnarzt erklären. Das sieht ja schon aus, da kriege ich ja schon so einen leichten Schüttel auf dem Rücken. Okay. Das erkläre ich dir am Plot da drüben. Liebe Marion, wie war jetzt dein Weg zu diesem Säckchen? Also, ich habe als erstes die Plotterfolien aufgebügelt. Ja, das sagst du jetzt einfach so, Plotterfolien. Also vorbereitet waren die hier oder die. Mhm. So, jetzt, die Bäumchen. Jetzt brauchen wir noch eine Erklärung, was das hier bedeutet. Da sind ja jetzt noch solche Extrasachen drin, die man rauspulen muss. Ja. Ich möchte jetzt den Vorgang das haben. Zahnarztteil. Das Zahnarztteil. Dann hole ich mal mein Zahnarztbesteck. Diese Excavator oder so heißt das doch. Ne? Eben. Ja. Ihr sagt das alles so selbstverständlich, aber was ihr gemacht habt, lass uns das hier machen. Mhm. Das haben unsere Zuschauer ja nicht mitbekommen. Also mir war der, es gibt die auch in ganz fein. Ja. Habe ich für andere Sachen schon benutzt. Ja. Weil ich habe vorher noch nie geplottet und mir war der zu dick. Also habe ich das einfach gebogen. Das geht. Mhm. Und dann kann man die auch so rauspulen. Man kann es aber auch mit diesem Teil hier machen. So, und jetzt hast du gesagt, diese kleinen Glitzerteile, die sind ja viel zu schade, ne? Die wolltest du jetzt nicht wegtun. Nee, die habe ich dann einfach auf den zweiten drauf. Siehste, guck mal, das ist das, was du meinst, ne? Den Abfall? Ja, der Abfall. Der Abfall ja, man kann nichts mehr wegschmeißen. Das ist aber auch schrecklich. Ja. Ja, so. Also das heißt, du hast vorher, damit man sieht ja hier jetzt erstmal nichts. Ja. Ne? Die Kamera sieht, dass sie nichts sieht. Das heißt, wir haben hier erstmal nur so einen grünen Baum. Genau. Und da drin hast du aber mit deinem Plotter was da versteckt. Kann ich jetzt genau hier reingehen und kann das quasi mit dem Haken rausholen. Okay, und das ist das, was man dann mit dem Plotter vorher auf diesem Bügelfolie nämlich aufbringen kann. Das heißt, ich will nicht nur außen diesen Baum haben, sondern innen drin noch den Stern und die kleinen Sachen und hier diese Würmchen, die da drin sind. Genau. So, das hat er jetzt gemacht. Und du hast gesagt, Abfall? Nee, will ich nicht. Ich nehme die als Kugeln. Das ist auch mega, sieht völlig cool aus. Und ob man die aus der Plotterfolie macht oder ob man die aus Papier schneidet und macht dann Karten, das wäre ja dann auch wieder egal. Und das ist auch genau das, was jetzt hier drin erklärt ist in der neuen Zeitschrift, wie man zu diesem Ergebnis kommt. Super, über also das diese ist jetzt Canvas ein Papierbeispiel für eine Karte. Ja. Und das sind jetzt die Beispiele, die man dann nutzen kann für Stoff. Und das sind jetzt aber diese speziellen Folien, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Das sind spezielle Folien. Das ist einfach mal ein Stift in den Plotter gesteckt und dasselbe Motiv mit dem Stift nur gezeichnet. Okay. Und trotzdem meine Folien aufgebügelt. Also man kann wirklich alles machen. Aber ich muss bei den Folien schon darauf achten, dass es Folien sind, die ich für Textilien einsetzen kann oder Folien. Ja. Da gehen wir gleich nochmal eben drauf ein. So, du hast es jetzt rausgepult, aufgebügelt und warst erstmal happy damit. Ja, schon, weil ich Plot irgendwie total faszinierend finde, also das Ganze mit der Folie. Und ich habe es vorher noch nie gemacht und dachte, boah, das ist ja schon toll mit so Kleinigkeiten. Ja, also das finde ich jetzt richtig cool. Und ich finde es auch super, dass du hier keine Weihnachtsbaumkugeln mehr verschwendest. Finde ich super. Das heißt, die könnte ich jetzt ja auch noch im Prinzip wieder aufbügeln. Und die bügelst du dann auf, indem du dann das Backpapier dazwischen legst, damit da noch so ein bisschen die Folie, die hier ja weg ist, entsprechend auch. Ja. Ich kann das Backpapier nehmen, aber wenn ich eins aufgebügelt habe, könnte ich auch diese Folie nochmal nehmen und leg die einfach nochmal drüber. Auch das geht. Das geht auch. Ja, ja. Super.
Hervorragend. Meine Güte, da sind ja wirklich, hier kann man ja ganz verrückt werden. Und jetzt du haben hast, wir genau, wir haben die eine Methode auch nochmal gemacht und du hast das eine schon, ja. Wir was wollen wir noch zeigen? Aus Stoff, wir haben es gezeichnet und dann habe ich mit dem Plotter Stempel geschnitten. Da gibt es spezielle Stempelfolie, die man schneiden kann und habe dann mit einem Stempel, also die Stempelfolie, die sieht dann so aus, kommen wir da drüben auch gleich nochmal zu. Mit Farbe drauf und dann habe ich meine Karte bestempelt. Das machen wir gleich nochmal. Also ich wollte nur einmal kurz euren Hergang sehen. Also wir haben jetzt wirklich diese Sachen, die wir zeigen wollten, alle einmal durch. Das heißt, wir können gleich noch einmal kurz das mit dem Prägen und so zeigen, was der Plotter auch noch kann. Genau. Und deine anderen Beispiele. Das heißt, ihr dürft, wenn ihr noch wollt, weiternehmen. Dann habt ihr nämlich zwei. Ja, ja. Ja, natürlich. Vielleicht auch noch ein paar mehr. Ist die Zeit schon wieder ab? Gelaufen? Ich sehe keine Zeit mehr. So 10 Minuten? 10 Minuten, ihr könnt noch schnell nähern. Ja, wir haben zumindest schon mal jeder ein Säckchen weiter. Okay, dann, liebe Aurelia, sag mir nochmal, was wolltest du jetzt da nochmal eben sagen? Das ist dasselbe Motiv wieder vom Plotter, aber in der Stickdatei bearbeitet als gestickte Fläche. Ja. Da sind die Schneeflocken quasi, die Tannenbaumkugeln. Das könnten auch Schneeflöckchen sein. Was ich ja ganz faszinierend finde, ist, dass du hier auf diesem groben Rupfenmaterial, dass der so gut stickt. Das erreichen wir dann wieder mit Folie oben drauf, Lena. Okay. Und da noch mal zu ergänzen zu den Programmen, die es ja zum Plotter selber gibt. Es gibt heute auch sehr viele Softwareprogramme, die dann auch Plotter-Dateien erstellen können. Mhm. Weiß nicht, hattest du auch, was ich schon erwähnt hatte? Nee, haben wir noch nicht. Also das, wie gesagt, ist heute auch drin. Und ich kann also bei manchen Programmen sogar dann auch schon sagen, okay, ich möchte auch gerne meinen Bling-Bling-Effekt noch sehen und danach dann entsprechend diese Schablonen auch ausschneiden, damit die Stickerei mit Bling-Effekt alles möglich ist. Machen Sie, was Sie wollen. Es ist alles drin. Ja, es ist also wirklich faszinierend. Das hier, das ist jetzt auch nochmal extra draufgestickt. Und das ist halt auch so ein bisschen so ein 3D-Effekt nochmal. Mhm. Richtig toll, das kommt richtig gut raus. Lass uns noch kurz über die anderen Sachen reden, die du da hast. Kommst du einmal noch an meine Seite hier, über Folien und Bügelfolien und die anderen Beispiele da hinten. Die soll ich sie holen? Ja, hol mal, dann können wir das hier machen, dann stelle ich mich hier zum Holger und du kannst es hier so erklären und dann sind wir gleich alle noch ein bisschen schlauer, was man noch alles tun kann. Also man kann mit dem Plotter neben dem Zeichnen und dem Schneiden auch prägen. Das ist jetzt normales Kreativpapier. Ja. Und im Plotter selbst gibt es auch schon Muster zum Prägen. Das heißt, man braucht nur den Prägestift, das Sonderzubehör. Und den Rest macht der Plotter alleine. Hier habe ich ein kleines Schmuckelement gestaltet aus der Kupferfolie, aus der Mattenfolie hier. Auch das ist ein Motiv, das im Plotter drin ist. Das habe ich mit dem Druckknopf dann an befestigt, einen Strassstein in die Mitte rein. Und ob ich jetzt Kreativpapier schneide oder mir diesen Stempel schneide, ich könnte auch mit diesem Stempel, ich glaube, das ist auch auf meinem Instagram-Account zu sehen, andere Armbänder, kommt dann ein Stempelkissen oben drauf und dann kann ich mein Band auch noch mit einem Stempelmotiv versehen, das identisch ist mit meiner Datei oben drauf. Ja, okay. Und das sind alles jetzt Kleinigkeiten, die halt dann schon im Plotter halt einfach als sind über 1100 Muster, 1200 Muster, also unendlich viel. Okay, wir wollten noch kurz über Folien reden. Und dann, du kannst jetzt schon mal für das wunderbare Gewinnspiel, das geht übrigens gleich los, ihr könnt langsam schon zum Telefon laufen. Ja, aber schon erst mal eine langsam. Frage über vorher Tanz. Kommt ja noch eine Frage. Ja, eine Frage kommt noch, aber der Holger, der muss schon mal ein bisschen denken. Ne? Das ist ich ja so, gehe schon mal denken. Der kann schon mal denken und aber sich schon mal so dahinten hin positionieren. Aber so wie ich den Holger kenne, hört der nicht auf zu denken. Ja, nein, das schafft er schon. So. Die Christine hier im Chat fragt nämlich, welches Stickgarn für die Schneeflöckchenschrift verwendet wurde. Gott, das sind gute Fragen. Ja. Man soll Fragen von Fans ja auch immer ernst nehmen. Ja. Genau. Also, dann würde ich fast vorschlagen, dass dieser Fan mir mal über meinen Instagram-Account schreibt und ich zu Hause raussuche, welches der 3000 Garne, die ich zu Hause habe, das war. Ja, okay. Dann blenden wir jetzt nämlich auch noch mal kurz deinen Instagram-Account ein, lieber Jan. Damit sich nämlich die Christina auch daran wenden kann. Genau, dann antworte ich gerne. Also finden werde ich es, weil es ist ja auch ein Farbverlaufsgarn, aber im Kopf habe ich nicht. Okay, gut. Also da sieht man die Farbverläufe, da gibt es spezielle Garne. Auch da ist natürlich der, Sendung für sich. Ja, eine Sendung für sich. Ja, Garne, Folien ist alles wirklich... Eine Sendung für sich. Okay, Folien noch mal ganz kurz. Was hast du da jetzt noch für Folien liegen? Also wir müssen immer unterscheiden zwischen Folien, die wir für Papier verwenden können und Folien, die wir für Bekleidung verwenden können. Sollen wir mal eben, ich hole noch mal eben die beiden Beispiele da vorne, dann kannst du noch mal mit mir da vorne hingehen.
zeigen uns, können wir noch mal einmal uns das anschauen, weil das ist ja jetzt auch nicht alles so mal eben, ne, meine Liebe, hier so. So, das hier. Was meinst du mit so mal? Also, ja, das, ja, gut, kann man das jetzt auch zum Beispiel, das hält jetzt auf Stoff nach den Wäschen, auch auf Papier nehmen, kann man das einfach wahllos wechseln? Die Folien. Die Folien, also die Folien, die nur für Papier sind, die sollte man auch nur für Papier verwenden, weil ich denke, dass die nach dem Waschen nicht mehr da sind. Genau, aber umgekehrt könnte ich trotzdem tauschen oder nicht? Oder hast du das noch nie gemacht? Ich habe Folien schon auf eine Metallbox aufgebügelt. Es gibt von so einer Naschfirma so eine Sektflasche aus Plastik. Ja. Da habe ich schon Folien aufgebügelt, also man kann sie eigentlich fast überall aufbügeln. Vorne auf deinen Kugeln hast du auch was damit gemacht? Vorne auf den Kugeln ist Papierfolie zum einen. Genau. Gucken wir uns gleich nochmal eben an. Wie kriegt man so eine Feder da drauf? Na, die näht man von Hand an. Okay, das wollte ich nur wissen. Wenigstens jetzt von Hand angenäht wurde. Ihr seht ja, das ist eigentlich das Strassmotiv. Ne? Mhm. Und da habe ich jetzt eine Holofolie verwendet auf dem Grün, auf dem Mintfarbenen. Ja. Weil das ist quasi ein Fake-Strass. Ja. Okay, und da ist auch, was die Folien angeht, auch wieder die Palette ist eine Wissenschaft für sich. Jede Firma hat wieder andere Folien. Das ist wunderbar. Eins würde ich dir hinten gerne noch mit dem Schmetterling zeigen. Wir gehen jetzt langsam da hinten rüber, weil wir brauchen eine Frage und der Schmetterling. Und wir gehen jetzt vorne durchs Bild. Mitten durch, komm Aurelia. Gehen wir jetzt vorne durchs Bild. Ja, mitten durch. Okay. Was folgt weil hier noch? Ist es auch mit der die Folie, die wir hier noch mal zeigen können, wenn du möchtest. Ja, wir zeigen. Das ist ein Motiv. Wir können auch noch mal raus da vorne hingehen. Dann kommen wir jetzt zum Holger und der Holger hat jetzt gleich seine Gewinnfrage. Aber wir können das anders machen. Während die Gewinnfrage läuft, erklären wir. Stehe ich im Weg? Ja, gleich. Wir erklären während, also ihr geht jetzt ans Telefon. Der Holger stellt seine Frage. Bis derjenige durch ist, erklären wir das. Und dann räume ich sie auch wieder weg. So, Holger, die Box geht raus. Und die Box geht raus. Die tollen ganz viel Magazine. Lesestoff. Und ganz viel Lesestoff. Ja. Jetzt brauchen wir eine Frage. Gute Frage. Ja, eine gute Frage. Eine gute Frage. Du hattest Zeit. Ja, aber hier. Ich sag jetzt, ich habe jetzt eine. Wann war die erste Sendung mit dem Holger Plichter hier bei Oh Nee im Blabla-Café? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. So, und jetzt werden die da alle suchen und gucken. Jetzt können wir noch schnell erklären. Gut. Ran ans Telefon. Ja. Also, das ist beispielsweise ein Motiv, das habe ich aus einem Malvorlagenbuch mir rausgeholt, eingescannt, bearbeitet. Ja. Habe das auf einer Tasse als Vinylfolie klebend in Miniatur. Ja. Die Seite hier ist geplottet. Ja. Und die Seite ist gestickt. Ja. Also, meine Lieben, ihr seht, wenn das euer Hobby wird, soll ich das dann sagen? Braucht ihr ganz viel Zeit. Wenig Schlaf. Wenig Schlaf. Irgendwie auch ein gutes, ein kleines bisschen gutes Einkommen, um sich die ganzen Folien alle anzuschaffen und was auch immer. Oder man kann auch vielleicht mal tauschen. Oder ich weiß gar nicht, kann man sowas auch mal tauschen oder so, dass man nur so Reste nimmt? Will man kann jeden Schnipsel aufheben, hast du gesehen? Selbst den Ausschuss nimmt man wieder für Kugeln. Also ich glaube... Oder man kommt zu einem wunderschönen Kurs, die sie macht. Und da kann man dann miteinander tauschen. Ja, ich sag ja, man kann auch tauschen. Also das ist schon eine ganz gute Sache, glaube ich. Also ihr seht, es kann, glaube ich, wirklich süchtig machen. Und wenn man das dann alles sieht und ihr habt dann Sachen, die euch passen und wollt da was Besonderes rausmachen, ist das, glaube ich, eine super Sache. So, das Aussuchen, was man drauf macht, dauert dann länger, als das zu nähen. Ja, aber es ist ja auch ein Hobby. Ja, ne? Genau. Und es soll ja auch einen weiterbringen und Spaß machen. Da können wir das noch mal eben kurz sehen auf den, auf den Folien. Ich sage immer, es ist was für die Seele. Also ja, alles, so zwei Stunden am Plotter bringen mir mehr als zwei Stunden Schlaf mehr. Ja, das ist manchmal ist das so. Was hast du mit den Plotten, das hast du da auch gemacht. Können wir noch mal einmal zeigen. Ne? Das heißt, du hast deine eigenen Weihnachtskugeln gemacht. Genau. Ah. Extra für hier heute. Extra für hier? Extra für hier, ja. Wunderbar, du hast noch was extra gemacht, weil da drunter ist auch noch was extra. Ja, das ist ja extra für euch. Das ist total süß. Ja, total lieb und total nett. Was ist das denn? Erklär das nochmal eben kurz, was du uns da... Greif da einfach zwischen. Das ist eine kleine Schachtel, die ich kreiert habe. Ja. Und die der Holger mit Liebe gefüllt hat. Der Holger hat die mit Liebe gefüllt? Wollen wir jetzt mal aufmachen, wie Holgers Liebe aussieht? Liebe ist immer süß. Ja. Oh, wie süß. Da ist was Süßes drin. Brauchen wir gar nicht. Ist was Süßes drin für uns alle. Lecker. Genau. Das freut uns. Süßes können wir immer gut gebrauchen. Ich weiß. Ich weiß, dass ihr mal irgendwo was Süßes rumstehen habt. Ja, immer. Hervorragend. Und die sind auch alle aus dem Papier. Und du hast dann jetzt dieses Kästchen gemacht und hast dann auch gebastelt und das zusammengesteckt. Da ist nicht viel Klebearbeit drin. Also es wird nur gefaltet. Und das ist jetzt hier zum Beispiel wieder dieses Teil, ist ein Teil, das ist im Plotter schon drin als Motiv. Ja. Und den Tannenbaum habe ich speziell für die Sendung, ist ja unser mittlerer Baum, ja, einfach noch da dran gesetzt. Man kann also mit dem Programm auch sehr gut arbeiten.
Wow. So, jetzt bleibt ihr mal an meiner Seite und ich gehe ans Telefon. Ich brauche jetzt nur gleich ein Zeichen. Hast du die Lösung? Hast du die Lösung? Ich brauche die Lösung, sonst kann ich ja nicht Ja sagen. Ich nehme jetzt mal eben ab, ne? Hallo, ist die Britta vom Blabla-Café. Mit wem spreche ich denn da? Hallo? Ist da jemand in der Leitung? Ich höre gerade nichts. Was soll ich jetzt tun, liebe Stimme aus dem Off? Warten? Auflegen? Läuft seit 20 Sekunden, ist aber wohl keiner mehr da. Ich nehme noch jemanden. Wunderbar, ich lege auf. Also, dann war der erste Versuch, ist leider gescheitert. Dann hat jetzt derjenige, der als nächstes in der Warteschleife sitzt und Martins goldigen Gesang hört, die Möglichkeit, hier durchzukommen. Okay. Hallo, ist die Britta vom Blabla-Café. Mit wem spreche ich? Hallo? Hallo? Es wollt alle nur anrufen und nicht sagen? Kuckuck? Ja, der Song kommt gut an. Hallo, Katrina. Ach, wer? Ich hab's nicht verstanden. Katrina? Jetzt. Ah, wunderbar. Ja. Hallo. Hallo, jetzt habe ich dich auch. Wunderbar, es hat funktioniert. Du bist durchgekommen und bist... Hallo. Hallo, sie hört nichts. Dann haben wir ein kleines Problem. Was machen wir jetzt? Was tue ich jetzt? Katrina. Sabrina oder Katrina? Ich höre es nur ganz schlecht. Also wir hören irgendwie nichts. Vielleicht kannst du den Stream irgendwo laufen. Hallo Britta, ich habe irgendwie eine Leitung, die geht nicht gut. Die geht ja hervorragend. Sabrina 09. Also Sabrina ist drin, wunderbar. So, jetzt haben wir das schon mal geklärt. Okay, so jetzt sag mir noch, liebe Sabrina, damit wir das abschließen, ich bin schon ganz aufgeregt, wann war denn die erste Sendung mit dem Holger und seiner super Sonderstich-Stick-Sendung? Ja. Wann war das? Kannst du mir das sagen? Das Datum? Die erste Sendung war am 10.08.2018. Juhu! Herzlichen Glückwunsch! Ja, vom Holger und von der Aurelia. Du kriegst das wunderbare Superset zugeschickt. Es freut mich sehr, dass du angerufen hast und durchgekommen bist. Und ganz liebe Übrigens, Grüße. Übrigens, die Tasche ist auch angekommen und wird heiß geliebt bei mir. Ja, wunderbar. Hervorragend. Dann dir alles Liebe und viel Spaß mit den Sachen. Meine Glückssträhnen. Okay. Tschüss. Ich lege auf. Ja, ja. Also noch mal eine kleine Erläuterung. Wenn ihr hier anruft, nicht den Stream gucken und auf den Stream achten, sondern aufs Telefon konzentrieren. Den Ton von Stream am besten ausschalten, wenn ihr hier anruft. Wollen wir noch funktioniert den Sonderpreis gleich hinterher? Machen wir es gleich. Weil wir nämlich etwas Zeit versetzt. Also so ein paar Sekunden braucht das Netz. Die Leitungen sind ja auch lang hier, bis das Ganze bei euch zu Hause auf dem Rechner ist. Ein bisschen ist das so. Ja, wie viele Minuten haben wir denn jetzt noch? Ich habe hier keinen Timer mehr. Sind wir raus? Du bist drüber. Ich bin drüber. Auch das noch, wie schrecklich. Okay, ja, wir haben aber, ich glaube, soweit alles erstmal ganz gut gezeigt. Ne? Und was fertig. Meine Lieben, könnt ihr nach vorne kommen, weil dann können wir nämlich noch, so während ihr auf dem Weg nach hier vorne seid, können wir nämlich jetzt noch wunderbar dein Bonbon verlosen. Und zwar, das machen wir jetzt übers Telefon oder im Chat. Jetzt brauche ich nochmal... Übers Telefon. Wir haben jetzt noch mal eine kleine Telefon-Bonbon-Frage, weil es waren ja vielleicht doch 1, 2, 3 da. Und wir werden das jetzt noch mal mit dem Telefon austesten. Das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Und zwar gibt es jetzt ein Bonbon, etwas ganz Exklusives. Nämlich, was gibt's? Es gibt einen Live-Chat mit mir für eine einzige Person, die eine Stunde lang oder vielleicht auch eineinhalb Stunden, kommt auf, darum, was alles an Fragen kommt, exklusiv mit mir chatten kann. Wir machen das über ein Chatforum oder über eine Verbindung wie TeamViewer. Das regeln wir dann. Mhm. Und die Person kann eine Stunde lang oder eineinhalb Stunden lang fragen, was sie will, zum Programm, zu Maschinen, das, was sie interessiert. Die Frage dazu, und da müssen wir ja auch eine stellen. Also doch mal ganz kurz. Ihr habt gerade gesehen, es gibt zig verschiedene Maschinen. Es gibt zig verschiedene Methoden, wie man zum Ziel kommt. Manche sind vielleicht noch in der Findungsphase, manche haben eine Maschine zu Hause, die haben ein Problem damit oder wissen das vielleicht gar nicht richtig auszuschöpfen, das, was sie da eigentlich vor sich haben. Der Holger, Spezialist auf diesem Gebiet, schenkt euch eine und ein bisschen mehr, weil überziehen tut man ja eigentlich das immer. Das schafft man nie genau und sagen. Genau. Also er legt sich da jetzt nicht auf eine Minute fest. Nein. Er schenkt euch also eine oder etwas mehr Stunde,
exklusive Beratung, für die man sonst vielleicht ein bisschen Geld investieren müsste. Wir tauschen das hinterher miteinander aus. Das kriegen wir schon irgendwie hinter den Kulissen hin. Wichtig ist nur, dass ihr anruft. Und wenn ihr die folgende Frage beantworten könnt, könnt ihr diesen Live-Chat mit dem Holger gewinnen. So, jetzt deine Frage. Die ganz einfache Frage, weil wir lassen heute wirklich einfache Fragen. Wie viele Damen haben heute aktiv hier mitgenäht? Okay. Das ist nicht schwer. Okay, also ran ans Telefon und eine Zahl nennen, die aktiv ja genäht haben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer ist wirklich eine Dame? Damen, die aktiv genäht haben. Soll ich jetzt aber mal still? Ich würde sagen, jetzt trinkst du dir aber mal einen Schluck Wasser am besten. Hier ist man vorhin nichts gefeit in diesem Studio. Just asking. Aurelia, komm, werden wir das überbrücken und von diesem peinlichen Kommentar von Martin mal eben wieder kurzfristig ablenken. Das hier war dein erstes Teil, womit du süchtig geworden bist. Ja. Da sagen wir kurz was zu. Ja, da sagen wir kurz was zu. Also das war mein allererstes geplottetes Teil. Und mein erster Gedanke war, wenn ich jetzt schon was ausschneide, dann kann ich das doch bestimmt auch gleich nutzen zum Sticken. Ja. Und so bin ich überhaupt auf dieses Plotten und Sticken gekommen. Okay. Und der Plotter hat mich so gefangen, dass dieses Tischset, was eigentlich für mich die Ruhe mit einer Teetasse und einer Kanne Tee geben sollte, wie ihr seht, nie fertig geworden nein, ist. Nein, nicht fertig wird, weil ich immer wieder neue Ideen habe. Neue Ideen, neue Ideen. Das heißt, du plottest und stickst fleißig und vergisst daraufhin die Konfektionierung deiner tollen Produkte. Ja, Gott sei Dank nicht bei allen. Ne? Also sonst hättest du auch nichts aber, anzuziehen. Genau, aber das war wirklich hier so ja, der Anfang. Sehr schön mit den Zierschen. Ja, ganz niedlich. Ja. Also wirklich süß gemacht. So, jetzt zeigt mal eure Sachen, weil das sind ja jetzt auch... Also fertig. Genau, du hast ja... Genau, den lasse ich noch eben kurz. Wir halten die schon mal so grob in die Kamera, damit alle sehen können gleich, was ihr wunderbar gemacht habt. So, ich gehe jetzt einmal ins Telefon und bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Wir müssen einmal, Susanne, ganz kurz... Hallo, ist die Britta vom Blabla-Café. Mit wem spreche ich? Hallo? Wir haben heute ein kleines Telefonproblem. Ich glaube, es liegt tatsächlich an unserer Technik. Es liegt an unserer Technik? Das kann hoffentlich nicht sein. Was tue ich jetzt, meine Lieben? Wir haben da jemanden drin und ich höre nichts. Jetzt ist hinter den Kulissen hier mit Sicherheit richtig Hallas los. Ne? Aber das ist das Schöne, wenn wir in einer Live-Sendung sind, da kann sowas auch mal passieren. Das passiert auch im richtigen Fernsehen. Habe ich mal gesehen, da ging auch mal nichts. Also bei uns geht gerade auch nichts. Was muss ich jetzt tun? Muss ich jetzt auflegen und diejenige, die da dran war, die schreit jetzt zu Hause? Oh. Und die nächste aus der Leitung nehmen? Oder muss Martin Stepptanz aufführen in der Zeit? Ich glaube, die sind alle beschäftigt in den Hintergrundkulissen. Was tue ich? In der Zeit gehe ich mit meinem Telefon rum, vielleicht kommt ja doch noch jemand dran. Liebe Susanne, zeig noch mal eben überbrückungsmäßig deins in die Kamera. Noch nicht gebügelt. Ne? Aber fehlt noch das Band, aber ansonsten... Ansonsten ist dein Projekt fertig. Das eine... Das ist komplett fertig, da habe ich dann auch schon das Band eingezogen, da ist halt die Stickerei drauf. Genau. Und von innen, also recht schlicht gehalten. Recht schlicht, aber es soll ja auch erstmal von der einen Seite ein Schmuckbeutel sein und genau. Du hast was ausprobiert. Was mache ich jetzt mit dem Telefon, meine Lieben? Soll ich damit weiter rumlaufen oder kann ich es absetzen? Ich lege mal kurz wieder auf. Vielleicht Wir machen das folgendermaßen. Denn die Nummer, die angerufen hat und die durchgekommen ist, die wird ja trotzdem angezeigt. Ja. Das heißt, wir rufen zurück. Und egal, wer da jetzt dran ist, er hat gewonnen und wird gleich zurückgerufen. Okay, wir rufen zurück. Ich lege auf. Das macht dann der Jan im Hintergrund. Sorry für dieses kleine Missgeschick, aber es passiert manchmal. Liebe Marion, komm mal zu mir. Du bist jetzt auch völlig neu dazugestoßen heute, hast weder einen Plotter zu Hause noch eine Stickmaschine, sondern du nähst. Ja, ich habe eine Nähmaschine. Und bist erstmal glücklich. Und bin glücklich damit. So, und Nähmaschine, jetzt? Overlockmaschine. Jetzt ist kurz vor Weihnachten. Was passiert jetzt? Und jetzt kurz vor Weihnachten. Und mein Mann hat heute noch im Auto gesagt, ich glaube, dieses Jahr schenken wir uns nichts. Ich glaube, das muss ich ändern. Also, sie hat gleich noch ein bisschen Zeit auf der Rückfahrt. Lieber Mann von Marion, ich glaube, aus der Nummer kommst du jetzt nicht raus. Du kannst deinem Mann einen Plotter schenken. Wenn er nicht braucht, dann kannst du ihn ja benutzen. Das ist auch eine gute Idee. Ja, ich glaube, der braucht ihn ganz bestimmt nicht. Der braucht den ganz bestimmt nicht. Oder schenk ihm eine Stickmaschine. Ja, oder sowas. Ne, so auch, machen wir es auch nicht. Nee, man muss sich beschenken lassen. Das ist mal ganz wichtig. So, halt du noch mal in die Kamera, was du gemacht hast. Du hast also auch diese Säckchenvorlage von der Aurelia genutzt und hast es auch noch so ein bisschen schräg verziert und hast hier was getan?
Also ich habe hier diese Plotterfolie, weil mich ja der Plotter so fasziniert hat. Da habe ich gedacht, sie stickt, dann mache ich das mit den Plotten. Mhm. Habt ihr also erstmal entgittert, habe ich es gelernt. Entgittert. Ne? Dass man, dass diese Teilchen, die geschnitten werden, da rauspult, sage ich jetzt mal. Und dann kann man die Folie, da ist ja so eine Schutzfolie drauf, aufbügeln, Schutzfolie abziehen. Und zu Ende nähen. Und alles ist gut. Und zu Ende nähen und schon ist man fertig. Super. Und dann hast du gesagt, gerade hatten wir das auch schon, dass du diese Reststücke, die da drin sind, die konntest du nicht wegschmeißen und hast dann bei deinem nächsten Projekt eine Kombination aus den Kugeln praktisch mit dem Stoff gemacht. Ja, genau. Was ich da rausgepult habe und da habe ich dann da, da wieder eingesetzt. Super, genau. Hervorragend. Hat euch das beiden Spaß gemacht? Seid ihr ein Stückchen weitergekommen? Ja, sehr viel. Das ist schön, das freut mich. So, jetzt weiß ich immer noch nicht, mit was mit der Gewinnerin ist, die jetzt gerade das Exklusiv-Interview gewonnen hat, Beratung. Wir werden sie anrufen. Das heißt, der Gewinn ist raus. Du wirst die Dame kennenlernen am Telefon. Und es ist auf jeden Fall raus und safe und sicher. Und wer auch immer da jetzt am anderen Ende ist, super viel Spaß mit Holger, der wirklich über alle Maschinen und alle Hintergründe wirklich detailliert Bescheid weiß. Und liebe Susanne, die beim ersten Anruf nicht durchgekommen ist, weil wir sie nicht gehört haben. Liebe Susanne, das war auch schon eine, ja. Genau, die? Für dich lassen wir uns auch noch was einfallen. Ah, als Entschuldigung. Als Entschuldigung, weil es bei uns nicht geklappt hat. Also, irgendwie kriegen wir das schon geregelt. Wir machen das. Wir rufen auch Susanne zurück und wir werden da was... Ich werde Susanne anrufen und dann werden wir irgendwas Schönes rausfinden. Wir kriegen da schon alles geregelt. So, keiner soll böse sein, auf jeden Fall. Manchmal ist so die Technik, ist auch manchmal der Wurm drin. Ich muss jetzt durchatmen erstmal. Es hat mir mega, mega, mega viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt wieder um Enden wirklich Längen schlauer geworden. Ich weiß, ich darf mir so ein Gerät nicht anschaffen. Das geht nicht. Also dann weiß ich nicht, wie ich den Rest meines Lebens, also da kann ich überhaupt nichts mehr erledigen zu Hause. Deswegen, man muss schon wissen, was man sich da anschafft. Ne? Also man braucht Zeit und man saugt sich da so rein und will das dann so haben und dann immer weitermachen und wird süchtig. Also für alle, die Spaß daran haben, super kreativ zu werden, ein bisschen Zeit haben, um sich da reinzufuchsen und auch die Kontakte vielleicht auch demnächst mal aufbauen, Richtung euch beide. Euch kann man erreichen, wenn man möchte. Per Mail, per Kurse, die ihr gebt. Ihr tourt auch immer mal wieder so rum, ist das richtig? Ihr tourt nämlich demnächst irgendwann vielleicht auch mal hier im Blabla-Café wieder rum. Wir haben da so einiges uns heute überlegt. Ja. Super. Das heißt, also ich kann dieses Hobby nur wirklich allen wärmstens empfehlen, weil der Kreativität ist wirklich keine Grenzen gesetzt. Wir haben hier zwei, die jetzt auch schon mega infiziert sind. Und was ganz wichtig ist, erkundigt euch vorher oder klärt das vorher ab, wirklich, was ihr braucht und was ihr wollt. Bevor man, ich sage jetzt mal, wirklich ein paar Euro spart, ist es manchmal wirklich schlauer, auf eine Messe zu gehen, sich zu informieren, in Kurse zu gehen. Und es gibt mit Sicherheit immer Möglichkeiten, sich zu informieren, um dann wirklich das Gerät zu finden, was man auch wirklich... Zum Fachhandel. Nein, das ist ganz wichtig. Sag das ruhig laut. Nein, zum Fachhandel, weil, wie gesagt, auch im Fachhandel, die Damen und Herren, die dort sitzen, die freuen sich, wenn sie den Leuten mal alles zeigen können. Genau, ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, dass man auch was ausprobiert und in den Händen hält. Das ist auch bei Nähmaschinen dasselbe. Der eine mag das Modell lieber und der nächste das. Und beim Sticken ist es das Gleiche. Und beim Plotter gibt es auch bestimmt auch noch andere. Wir haben jetzt diese Marke vorgestellt, weil es dein Highlight ist, was auch vollkommen okay ist. Und das haben wir schon mal vorgestellt. Und ich hoffe, ihr konntet damit ganz viel was anfangen. Und ja, ich bin überwältigt. Ich freue mich, dass alle meine Gäste da gewesen sind. Lieben Dank. Susanne, dass du da warst, so schön mitgemacht hast, auch mit ein paar Erkenntnissen nach Hause gehen konntest. Dir, Marion, auch vielen Dank. Du bist infiziert, das freut mich schon mal sehr. Und an euch beiden auch ein ganz großes Lob und vielen Dank, dass ihr uns dieses tolle Thema erklärt habt, beigebracht habt, wirklich die Durchgängigkeit auch gezeigt habt, was alles damit möglich ist, um möglichst viele Menschen zu infizieren, sich dem zuzuwenden und glücklich zu werden und zu entspannen und das so ein bisschen als Ausgleich zu dem Stress zu sehen und zu diesem, was heute alles so Monotonen ist und diesem Gruseligen, was alles so auf der Welt passiert, dann ist doch mal so ein nettes Beutelchen, was man dann selber irgendwann gemacht hat, vielleicht ein ganz, ganz, ganz toller Ausgleich zu all den Katastrophen, die so um uns rum passieren gerade. Ne? So, mit Katastrophen hören wir nicht auf, sondern mit dem Hinweis, Dankeschön. Ich wollte eigentlich nur mich bedanken, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für die tollen neuen Informationen, die ich bekommen habe. Und an alle, die da draußen jetzt zugucken, bewerbt euch, kommt mal hier hin. Es ist total toll hier. Ja, ich schließe mich dem an. Genau das geht auch. Ja, vielen lieben Dank.
Also, ihr könnt gerne vorbeikommen. Wir freuen uns immer wieder. www.blabla.café gibt es ein kleines Formular. Das findet man auch. Und dann einfach mal schreiben. Ich antworte, ne? Ich antworte. Mhm. Manchmal dauert es ein bisschen, aber ich antworte. Okay. Nächste Woche sind wir wieder im Weihnachtsfieber. Ich habe die Glöckchen schon mal gemacht. Die kommen dann und wir nähen so Kleinigkeiten. Und den Handwärmer, der auch gefordert wurde in unserer Facebook-Gruppe, konnte man nämlich abstimmen. Und das kommt nächste Woche. Und dann sind wir auch fast auf dem Sprung zu Weihnachten. Und ich hoffe, ihr habt trotz aller Hektik und allen Katastrophen und Geschenkevorbereitung noch eine tolle Adventszeit. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Dankeschön. Tschüss. 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 Liebe Freunde der geraden Naht, bei ONE arbeiten wir mit Madeira-Garn, hochwertigen und strapazierfähigen Garn aus verantwortungsvoller Produktion aus Deutschland. Ihr könnt sie auch bedenkenlos für eure Babykleidung benutzen. Jede Art von Kreativität macht mehr Spaß, wenn die Ausrüstung stimmt. Bei unseren Yukine-Maschinen stimmt es einfach. Sie nähen alles, von Tüll bis Leder. Sie sind einfach und übersichtlich zu bedienen, egal ob du Anfänger oder Profi bist. Meine Projekte lassen sich jetzt ohne Kompromisse umsetzen. Das Nähen an unseren Yukine-Maschinen macht einfach Spaß. Mich und meine Gäste bei ONE haben sie überzeugt. Kreativität ohne Kompromisse. Das Leben ist bunt. Für alle, die Spaß am Selbermachen haben, hilft die neue Love-Serie von Prüm, den grauen Alltag zu vergessen. Das farbenfrohe Design dieses Nähzubehörs lässt beim ersten Anblick Freude aufkommen und macht Lust, kreativ zu werden. Also genau das Richtige für uns bei ONE. Hilco Stoffe unterstützt unsere Leidenschaft fürs Nähen. Diese farbenfrohen Muster aus eigenem Design lassen keine Wünsche offen. Das Familienunternehmen steht für Stoffe aus verantwortungsvoller Produktion aus Europa. Mehrmals im Jahr entwickelt Hilco mit bekannten Kreativpartnern wie zum Beispiel Hamburger Liebe neue Kollektionen für euch, die euch bestimmt inspirieren werden.